Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch ganz herzlich hier in Aachen begrüßen, im Namen natürlich des gesamten Landesvorstands. Und ich freue mich sehr, euch hier in Aachen zu sehen. Ich freue mich natürlich ganz besonders, oder ich möchte mich zunächst und einleitend direkt bei den Gastgeberinnen und Gastgebern bedanken und das zum und die natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Und das natürlich zum einen, hallo liebe Sibylle, schön, dass wir in deiner Stadt sein dürfen, die Oberbürgermeisterin von Aachen. Und ebenso natürlich vielen Dank, dass wir auch in eurem Kreisverband sein dürfen, liebe Laura, lieber Malte, als Sprecherin des Kreisverbandes Aachen. Schön, bei euch zu sein. Und euch alle hören wir gleich ja auch zu einem kleinen Grußwort und wir sind freuen uns, dass ihr gleich zu uns sprecht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben, ich will ein bisschen ernst anfangen. Ich glaube, wir sind gestern Abend alle wahrscheinlich sehr spät und alle mit viel Sorgen ins Bett gegangen und heute wahrscheinlich auch aufgewacht. Und ich hoffe oder ich gehe davon aus und lasst uns auch gleich bitte die Zeit nehmen, auch hier in der aktuellen Lage natürlich über die Lage in Israel zu sprechen und die schrecklichen Angriffe von Drohnen, die der Iran abschießt und natürlich die Lage beurteilen und darüber reden. Aber ich glaube, schon jetzt kann man sagen, unsere Gedanken sind natürlich und Sorgen sind bei den Angegriffenen, natürlich bei der ganzen Region. Wir verurteilen diesen schrecklichen, schrecklichen Angriff und wir stehen an der Seite Israels. Und wir kommen hier heute wieder in Aachen zusammen, eine inzwischen Tradition des Landesverbandes, vor sehr erfolgreichen Europawahlen den Wahlkampf hier in Aachen zu starten. Das tun wir jetzt einmal hier, das tun wir dann im Anschluss ja noch mit unserer Wahlkampfaktion in der Stadt, gehen also auch noch mal raus. Das Wetter konnten wir nicht planen, aber das kommt uns sehr gelegen. Und wir kommen deswegen hier in Aachen zusammen, weil es vielleicht nicht die zentralst gelegenste Stadt Nordrhein-Westfalens ist, wie einige von euch womöglich rausgefunden haben durch die Anreise, aber in jedem Fall mindestens eine der europäischsten Städte des Landes. Und hier wollen wir gemeinsam auf diesen Europawahlkampf blicken und als größter und stärkster Landesverband und natürlich auch als schönster Landesverband in diesen Wahlkampf starten, indem wir wieder gemeinsam zeigen werden, was in uns steckt. Und das tun wir natürlich alle gemeinsam und in unterschiedlichsten Rollen und Funktionen, aber natürlich versammelt hinter unseren Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl, hinter den Abgeordneten im Europaparlament. An der Stelle übrigens auch ein besonders herzliches Willkommen an Jan Ovegen und herzlichen Glückwunsch auf den letzten Metern zum Mandat in Europa. Damit hat auch da die schöne NRW-Landesgruppe endlich wieder vier Plätze. Wir hoffen, dass das auch über die Wahl natürlich mindestens so bleibt. Und daran arbeiten wir und kämpfen in dieser Wahl. Und wir versammeln uns natürlich alle hinter der besten Spitzenkandidatin für Europa und mitten aus unserem Landesverband aus Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, liebe Terry. Schön, dass du da bist. Wo ist sie denn eigentlich? Und wir kamen vor 5 Jahren hier in Aachen zusammen und auch da haben wir natürlich über die aktuelle politische Lage geredet, so wie wir es auch heute tun werden. Und damals war die Lage natürlich eine gänzlich andere und was sich sehr fundamental von der Lage vor 5 Jahren unterscheidet, ist, dass es Krieg ist in Europa. Und der begann natürlich 2014 bereits mit der Besetzung der Krim, aber seit 2 Jahren erleben wir eben diesen schrecklichen Angriffskrieg Putins, der unfassbares Leid über die Ukraine bringt, aber auch unglaublichen Widerstand ausgelöst hat. Und uns erreichen die Nachrichten dazu täglich und dennoch dürfen sie für uns nicht Alltag werden. Und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen oder abfinden oder uns gar abwenden. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Irina Schum heute bei uns ist, die Generalkonsulin der Ukraine. Und wir sprechen heute über die aktuelle politische Lage, wie gesagt, ähnlich wie vor 5 Jahren, das tun wir auch immer. Und nicht nur die Lage war damals eine andere, ich glaube auch wir waren damals zu einem ganzen Stück andere.
also die gleichen Leute zum Großteil, aber natürlich in gänzlich anderen Situationen. Heute übernehmen wir in NRW, als NRW-Grüne auf allen Ebenen noch mehr Verantwortung als vor 5 Jahren, entscheidend mehr Verantwortung. Wir prägen aktiv diese Republik und verändern aktiv diese Republik. Und das tun wir an den unterschiedlichsten Orten, in verschiedensten Ämtern, Rollen, Funktionen. Und ich freue mich, dass wir das alle immer als NRW-Grüne tun. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich will ein paar natürlich einzeln erwähnen. Natürlich erstmal euch alle Delegierten aus den Kreis, aus den Kreisverbänden, natürlich auch alle aus den Ortsverbänden. Schön, dass ihr hier seid. Ich begrüße die kommunale Familie, natürlich mit Sibylle an der Spitze für die Oberbürgermeister und Überbürgermeister, aber auch alle, die kommunal Verantwortung übernehmen. Ich begrüße die Bundestagsfraktion mit Britta und Katharina und natürlich Irene an der Spitze. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch bei uns zu haben. Ich begrüße natürlich die Ministerinnen und Minister unserer wunderbaren Landesregierung. Liebe Mona, schön, dass du da bist. Lieber Oliver, lieber Benjamin, liebe Josefine habe ich noch nicht gesehen, müsste aber gleich da sein. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße natürlich alle Mitglieder unserer Landtagsfraktion und da stellvertretend Wiebke als Fraktionsvorsitzende und natürlich Merdert als parlamentarischer Geschäftsführer. Ich begrüße die Grüne Jugend, stellvertretend da natürlich Vivi und Laura als Sprecherinnen der Grünen Jugend. Ich darf ganz herzlich begrüßen Thomas Schürmann, unseren Regierungspräsidenten aus Düsseldorf. Schön, dass auch du bei uns bist. Und sollte noch jemand übrig sein, den ich noch nicht begrüßt habe, begrüße ich natürlich auch alle Vertreterinnen und Vertreter der Kreisverbände, der Ortsverbände, der Landesarbeitsgemeinschaften, der Landesvereinigungen, der verschiedensten Orte dieser Partei. Schön, dass ihr bei uns seid. Und aus all diesen Perspektiven betrachten wir heute die aktuelle politische Lage und wir werden sicher über Probleme und Herausforderungen sprechen, aber hoffentlich auch über Chancen und auch über echte Erfolge. Und wenn ich eine Sache erwähnen darf an der Stelle, vielen Dank, liebe Nike, vielen Dank, lieber Sven, stellvertretend. Endlich hat diese Republik ein Selbstbestimmungsgesetz und das ist Verdienst von allen auf Bundesebene, aber vor allem von euch. Und wenn wir auch darüber hinaus über sowohl Herausforderungen wie auch über Chancen und Erfolge reden, dann ist eigentlich klar, kaum eine Chance lässt sich realisieren und kaum eine Herausforderung lösen ohne Europa. Und deswegen freue ich mich eben ganz besonders auf die Debatte auch heute, die wir zu Europa haben, natürlich zu den Antworten unseres Leitantrages, aber eben auch, um uns insgesamt vor diesem Wahlkampf nochmal zu sammeln und Europa zuzuwenden. Und wir werden da gemeinsam klar machen, was bei dieser Europawahl alles auf dem Spiel steht. Und dabei werden wir natürlich klar machen, wogegen wir antreten. Natürlich gegen die Feinde der Demokratie, gegen Faschistinnen und Faschisten, gegen ehrlicherweise auch die Vasallen Putins, die versuchen mit ihrer Propaganda Europa zu zerstören. Wir werden gegen Hass und Hetze antreten und eben gegen alle, die versuchen, dieses Europa auseinanderzutreiben und zu zerstören. Und dagegen werden wir mutig antreten, so wie wir es immer tun, mit allem und aller Kraft, die wir haben und im Schulterschluss mit so vielen. Und dabei werden wir erfolgreich sein. Und wir werden natürlich auch zeigen, wofür wir antreten, nämlich für Wohlstand und Klimaschutz, für Frieden und Sicherheit in Europa, für Gerechtigkeit und ein soziales Europa, für Demokratie und Freiheit eben machen, was zählt. Und wir werden für ein starkes Europa eintreten, gerade auch als Fundament für ein erfolgreiches und starkes Nordrhein-Westfalen. Und dafür werden wir in den nächsten 8 Wochen gemeinsam kämpfen und alle zusammen, das sagte ich schon, und wir tun das mit so vielen Leuten wie noch nie in unserer Parteigeschichte, mit über 27.000 Grünen in Nordrhein-Westfalen, mehr als 10.000 mehr als bei der letzten Europawahl. Und
Zu den Mitgliederzahlen übrigens, ihr wisst, das ist meine besondere Leidenschaft, neben Formalia vielleicht. Dazu komme ich, habe ich später einen eigenen Beitrag. An der Stelle auch nochmal ein besonders herzliches Willkommen und Glückwunsch an den KV Rhein-Sieg als erster Flächenkreis mindestens Nordrhein-Westfalens, die es geschafft haben, die 1.000-Mitglieder-Marke zu überspringen. Seid übrigens der 5. Kreisverband, dem das gelingt. Der, wo wir heute tagen, ist es auch schon gelungen. Und damit ist jetzt natürlich aber der Kampf darum, oder der Wettkampf darum entbrannt, wer eigentlich der 6. Kreisverband über 1.000 Mitgliedern ist. Und ich sag mal so, wir sind ja im Dezember in Bielefeld. Ein bisschen Zeit ist bis dahin noch. Eine kleine Strecke habt ihr auch noch zu gehen. Aber mal gucken, ob ich euch dann in der Begrüßung als den 6. Kreisverband mit über 1.000 Mitgliedern begrüßen darf. Prima, es gibt übrigens eine Torte vom Landesverband, wenn es euch gelingt, also falls irgendjemandem noch der Anreiz fehlte. Nee, die kommt zu eurer, also folgt. Es gibt auch ein Tortenäquivalent, wenn ihr sagt, wir trinken lieber Bier oder so. Auch dafür gibt's, da passen wir uns ganz an regionale Spezialitäten an. Und ihr Lieben, ich habe schon gesagt, die Europawahl ist natürlich die zentrale Wahlauseinandersetzung in diesem Jahr für uns. Sie ist die wichtigste Wahl, die dieses Jahr stattfindet, nämlich die einzige wichtige Wahl, die stattfindet. Auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Jahr sehr, sehr wichtige Wahlen. Und das sind vor allem die Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern. Und auch wenn die nicht in NRW stattfinden, so weiß ich, dass ihr alle und wir gemeinsam der Meinung seid, dass wir auch da in der Verantwortung stehen, unser Bestes dazu beizutragen, auch die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort nach Kräften zu unterstützen. Und ich weiß, dass das sehr viele von euch tun, in KV-Partnerschaften, KV-Partnerschaften, in der direkten Unterstützung vor Ort und natürlich auch finanziell unterstützen, weil wir wissen, als NRW sind wir starke Kreisverbände, ein starker Landesverband und wollen gerne diese Stärke nutzen, um zu unterstützen. An der Stelle vielen Dank an euch alle, die das tun. Und ich kann, und da einen ganz herzlichen Dank an Anja, unsere Landesschatzmeisterin, verkünden, dass wir sowohl mit den Mitteln, die der Landesverband aufbringt, als auch mit dem, was in den Kreis- und Ortsverbänden noch zusätzlich mobilisiert wurde, die ostdeutschen Landtagswahlen mit insgesamt 50.000 Euro unterstützen können. Und wir sind heute, heute natürlich erstmal hier beim LPR in Aachen und es folgt jetzt mein notarieller Teil. Ich kann verkünden, dass ihr form- und fristgerecht eingeladen wurdet und ich kann verkünden, dass wir beschlussfähig sind. Wir haben 71, kurz nach 12, also jetzt auch schon ein paar Minuten her, 71 Delegierte, damit sind wir beschlussfähig, übrigens 43 davon weiblich. Erneut sichern uns die Frauen die Beschlussfähigkeit. Vielen Dank. Und ich würde die Beschlussfähigkeit auch direkt einmal testen und fragen, wer der verschickten Tagesordnung, durch die ich gerade schon so ein bisschen versucht habe zu führen, so zustimmen möchte. Den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich warte ein bisschen, dass ihr alle eure Karten hervorkramt, so ihr denn für zustimmen wollt. Prima, vielen Dank. Ich frage, wer dagegen stimmt und wer sich enthalten möchte. Sehr gut. Und damit würde ich jetzt eigentlich direkt ans Präsidium übergeben. Ich hätte aber noch einen Punkt, der mir wichtig ist, bevor ich ans Präsidium übergebe. Wer von euch vielleicht schon beim LPR in Aachen vor 5 Jahren dabei war, den ich gerade mehrfach erwähnte, ahnt vielleicht schon oder hat einen Verdacht, was ich meine. Und zwar ist Aachen ja jetzt nicht nur die traditionelle Stadt der grünen Wahlkampfauftakte zur Europawahl, sondern wir wollen heute, und schön, dass du, Sibylle, dabei bist, bei diesem historischen Moment, wo wir der Stadtgeschichte vielleicht neben Krönungen, Karlspreis und Printen eine weitere historische Tradition hinzufügen. Aachen wird künftig nämlich auch die Stadt sein, wo wir André Zören für halbe und runde Jubiläen, also halbrunde und runde Jubiläen im LPR-Präsidium ehren. Lieber André, seit 1994, also seit jetzt 30 Jahren, führst du uns durch diese Parteitage. Mach doch sowas nicht.
Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Aber ihr wisst, wenn ich eins hasse, ist das sowas. Ich werde so rot, da hilft die ganze Schminke auch nicht, die ich drauf habe. Vielen herzlichen Dank und auf die nächsten 30. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer vielen Dank und ich übergebe ans Präsidium und wünsche uns allen einen erfolgreichen und schönen Landesparteirat. Vielen Dank und ja, uns einen schönen LPR. Vielen Dank, Raul, und auch im Namen des Präsidiums. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe gerade schon zu André gesagt, eigentlich ist es enttäuschend, dass ich jetzt beginne. Aber ja, ich glaube, das ist immer unser Running Gag. André macht das länger, als ich lebe und hoffentlich genau noch mindestens weitere 30 Jahre. Aber schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind, wie ihr wisst, die Hüter der Uhr. Raul hatte gerade den Luxus, dass die Uhr nicht runtergelaufen ist, lag aber wunderbar in der Zeit und dabei wollen wir natürlich auch bleiben und werden da heute ein Auge drauf haben, damit wir eben auch pünktlich nachher noch Wahlkampf machen können. Bevor es aber damit losgeht, gibt es schon mal einmal die Ankündigung, dass ihr euch schon für die aktuelle politische Lage einwerfen könnt. Die Redeboxen stehen da vorne bei Anna und Max und sind jetzt geöffnet. Zettel liegen da auch. Und das macht ihr am besten ganz leise in der Zeit, in der ich unsere erste Rednerin hier heute begrüßen darf. Raul hat sie auch gerade schon namentlich erwähnt. Und es ist niemand Geringeres als Sibylle Kolpen, als Oberbürgermeisterin, die hier in Aachen seit 2020 eben Oberbürgermeisterin ist, seit 2021 auch Mitglied im Deutschen Städtetag und seit vergangenem Jahr ist sie Stellvertretendin des Präsidenten. Vielen Dank, dass du heute da bist, dass du uns nochmal erzählen wirst, wie schön Aachen ist. Das ist ja hier die Tradition, dass das immer, beim letzten Mal konnte Raul das, glaube ich, sehr überzeugend machen. Hier ist, glaube ich, noch Potenzial, das über Aachen zu tun und dann hast du jetzt hier oben das Wort. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass die grüne Familie hier versammelt ist. Und ich bin sicher, dass wir hier auch die Tradition einlösen können, dass wir wieder einen erfolgreichen Europawahlkampf hier heute starten werden. Und ich grüße die grüne Familie, die mich ja 2020 so ein Stück weit adoptiert hat. Und ich bin sehr glücklich in dieser Familie und sehr glücklich für, mit und den Grünen zu arbeiten und vor allem auch für unsere Stadt, für unser Land und für die Menschen, die hier auf diesem wunderbaren Planeten leben und den wir für diese Menschen wahren, sichern und in die Zukunft bringen wollen. Das ist das, wofür ich angetreten bin. Und ich bereue keinen Tag, keine Sekunde dieser Entscheidung. Und es ist schön, hier mit euch heute im Herzen Europas, in der schönsten Stadt Europas, in der Stadt mit A. In der Stadt mit A zu sein, denn Aachen steht nicht nur ganz vorne im Alphabet, sondern kann sich auch wirklich sehen lassen, nicht nur mit Kaiser Karl und dem Karlspreis, der in wenigen Wochen auch wieder verliehen wird, sondern mit vielen anderen Dingen, die wir hier tun, die die Menschen hier in der Stadt bewegen. Und sie bewegt das, was hier im Herzen Europas auch relevant ist. Es sind die großen Zukunftsaufgaben, die wir haben und denen wir uns stellen, und zwar nicht allein. Und das ist ganz wichtig, denn die Zukunftsaufgaben sind nicht solitär zu lösen. Sie sind eine Gemeinschaftsaufgabe und dafür stehen wir hier in Aachen, dafür stehe ich hier in Aachen, dass wir diese Stadt gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen zu einer nachhaltigen, resilienten, klimafreundlichen und vor allem sozial gerechten Stadt entwickeln. Und da haben wir schon sehr viele Dinge getan. Wir sind schon viele Schritte vorangekommen in diesen Themen und darauf bin ich sehr stolz als Oberbürgermeisterin, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, nicht ohne eine starke grüne Mehrheitsfraktion im Rat, nicht ohne viele Menschen, die genauso für Europa brennen, für die Zukunft brennen und für unser Aachen brennen, stehen wir hier gemeinsam ein und von daher seid ihr uns herzlich willkommen. Ich begrüße euch sehr herzlich im Namen der Stadt Aachen.
Denn in der Stadt des Karlspreises geht es auch immer um die europäische Idee. Was ist unser Wertefundament? Worauf stehen wir? Und gerade jetzt, es ist eben gesagt worden, es ist uns in dieser Nacht auch wieder deutlich geworden, kommt es darauf an, dass wir gemeinsam stehen, dass wir zusammenstehen für die Werte Europas, für Solidarität, für Rechtsstaatlichkeit und vor allem für Frieden. Dafür ist der Karlspreis als Bürgerinnenpreis, es waren aber damals nur Männer, die den Karlspreis gegründet hat, das muss man eingestehen. Also die Väter des Karlspreises genau für diese Idee eingestanden sind, dass nie wieder Krieg in Europa sein darf. Wir haben Krieg in Europa und wir sorgen uns sehr um unser Europa, unser friedliches Europa und um die Welt, die aus den Fugen gerät. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Europawahlen auch als starkes Zeichen für den Frieden nehmen, als Zeichen dafür, dass wir in Europa Menschen aufnehmen, ihnen sichere Heimat geben, ein Zuhause geben, Asyl geben, für die Situation, in der sie sind, in ihren Ländern, wo sie nicht mehr leben können, aus vielerlei Gründen. Und von daher ist Aachen ein sicherer Hafen und Europa muss ein sicherer Hafen bleiben. Und auch dafür setzen wir Grünen uns ein und auch dafür steht diese Europawahl. Europa als Ort des Friedens, als sicherer Hafen für Menschen in Not sicherzustellen. Für uns hier in Aachen ist der Green Deal quasi kein europäisches abgehobenes Thema. Der Green Deal ist uns in die DNA geschrieben und wir haben in vielerlei Bereichen, im Bereich der Energiewende, im Bereich des Ausbaus der Erneuerbaren, über 50% der Aachener Energie werden schon erneuerbar produziert. Und wenn wir alle Dächer der öffentlichen Gebäude mit Solar ausgestattet haben, werden wir Selbstversorger mit über 50% der Energie. Das ist die Politik, die ich vertrete und die wir hier in Aachen voranbringen. Und das ist auch europäische Politik. Dafür stehen wir und dies wollen wir auch zeigen. Denn in der Kommune wird Politik gemacht. In der Kommune machen wir Politik sichtbar. Und von daher ist Aachen im Grunde eine Blaupause für europäische Politik, für Erfolg. Umsetzung in der Kommune zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen und vor allem der nachfolgenden Generation. Und diesen starken grünen Einfluss spüren wir in der Stadt. Wir arbeiten mit hochgekrempelten Armen an der Infrastruktur, die in den letzten Jahren wirklich sehr gelitten hat und auch vernachlässigt wurde. Wir arbeiten daran, dass unsere Stadt resilient wird. Nach den Krisen haben wir sehr viel gelernt und dieses Learning nehmen wir mit in die Vorbereitung der nächsten Krisen. Lassen Sie mich an der Stelle ein wenig sagen, manchmal wünsche ich mir, dass wir auch noch mal eine Krise spoilern könnten, damit wir schneller werden. Denn der Klimaschutz und die Klimakrise ist leider als Krise nicht mehr so im Blick der Bürger und Bürgerinnen. Und viele Entscheidungen, die wir für das Klima treffen, werden nicht mehr mit solcher Kraft und solcher Überzeugung getroffen wie vor einigen Jahren. Dafür müssen wir kämpfen, denn die wahre Krise ist die Klimakrise und sie wird in der Kommune deutlich, sie ist spürbar in der Kommune und in der Kommune müssen wir sie lösen und Klimaschutz mit aller Kraft voranbringen. Dabei dürfen wir natürlich nicht die Menschen vergessen und vor allem die kleinen Menschen. Mona hat es mal sehr schön beschrieben, es sind die ungeschliffenen Rohdiamanten, die uns ins Nest gelegt werden. Und diese Rohdiamanten gilt es zu schleifen. Bildung ist der Grund, auf dem vor allem Nordrhein-Westfalen als Wirtschaftsland, als Land der Industrie, der Innovation, der Hochschulen steht. Das ist unsere Ressource, das ist das auf die Kraft, auf die wir die Zukunft bauen und Aachen als Hochschule Stadt ist das natürlich auch noch mal ganz besonders ins Aufgabenheft geschrieben, aber als Pädagogin weiß ich, wie wichtig es ist, Talente zu entdecken und jedes Kind hat ein Talent und wir können es uns wirklich nicht leisten und es ist beschämend, dass 6% der Kinder ohne Abschluss unser Schulsystem verlassen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen und auf die Zeit schauen. Wir haben schon sehr viel erreicht.
Und lassen Sie uns in Zeiten, in denen der Wind ein wenig kälter und rauer weht, auf die Erfolge unserer Arbeit schauen. Wir sind als Grüne ein bisschen so getaktet, dass wir immer nach dem Erfolg schon das nächste Aufgabenfeld vor Augen haben und natürlich anpacken. Und das ist richtig so. Dennoch sollten wir uns die Zeit nehmen, auch ein Stück weit innezuhalten und diese Erfolge zu feiern. Dazu dient auch ein Landesparteirat, sich zu vergewissern, unterzuhaken, zu stärken für den scharfen Wind, der draußen weht. Aber wir sind standhaft, wir sind stark und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Landesparteitag und vor allem einen super Start in die Europawahl. Vielen, vielen Dank. Wir sind standhaft, wir sind stark, war, glaube ich, ein gutes Wort, aber auch ein gutes Wort, um überzuleiten. Wir haben noch ein weiteres Grußwort von Laura Postma und Malte Stratenweth und ihr seid schon auf dem Weg. Vielen Dank. Und als Vorsitzende des KVs habt auch ihr hier natürlich die Bühne. Vielen Dank. Hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von uns hier im Aachen, im wunderschönen Aachen im Süden von NRW. Ich möchte heute ein paar Wörter über unsere neuen Gesichter in der Partei verlieren. Letztes Mal, als der LPR hier in Aachen war, da war ich eins dieser neuen Gesichter, Neumitglieder. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Raoul hat es gerade schon gesagt, die Stimmung damals war eine andere. Klimaschutz war zentrales Thema, wir waren Opposition. Die Diskussion war eine ganz andere. Andere Parteien haben sich versucht, mit Greenwashing zu überbieten und wir waren glaubhaft. Und das hat damals unglaublich viele Menschen zu uns gebracht. Heute, 5 Jahre später, ich muss sagen, gefühlt 10 Krisen später, ich denke, unsere Fachpolitiker kennen das, sieht die Welt etwas anders aus. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie ist alles anders. Aber wenn man genau hinguckt, dann gibt es doch einige Parallelen. Heute kommen auch wieder unglaublich viele Menschen zu uns. Die Motivation ist eine andere, aber der Effekt ist der gleiche. Heute kommen die Menschen für Demokratie, für ein freies Europa, für unser liberales gesellschaftliches Zusammenleben. Sorry. Auch bei uns in der Städteregion sind viele besorgt, kommen zu uns, wünschen sich unsere starke Stimme gegen den Rechtsruck in der Politik. Ich freue mich, dass wir diese Wahl, diesen Europawahlkampf, diese Reise, die vor uns steht, hier in Aachen beginnen können. Dass wir sie mit unglaublichen Kandidaten und Kandidatinnen beginnen können, die ja ihr ganzes Leben schon genau für diese Themen, für unsere Demokratie und gegen den Rechtsruck einstehen. Ich freue mich, dass wir das hier beginnen können. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur ein Wahlkampf wird, der für uns erfolgreich sein wird, sondern dass es ein Wahlkampf, eine Reise sein wird, die für die Menschen, die neuen Gesichter, die wir in den letzten Monaten zu uns gebracht haben, genauso faszinierend, genauso spannend ist, wie diese Reise für mich war, als ich 2019 angefangen habe, bei diesem Landesparteirat und dazugeschaut habe. Und bei so einem Europaparteitag, was gäbe es da für einen schöneren Ort, um in den Wahlkampfauftakt auch zu starten, als Aachen? Denn hier im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden erleben wir jeden Tag, was es bedeutet, ein europäisches, ein gemeinsames Miteinander unter PartnerInnen zu haben. Und das ist umso wichtiger jetzt, da in Zeiten multipler Krisen, in Zeiten, wo wir Krieg auch in Europa wieder haben, gerade junge Menschen mit einem pessimistischeren Blick in ihre Zukunft blicken. Zeiten, in denen Nazis versuchen, diese Verunsicherung auszunutzen und in denen ganz offen rechtsextreme Verschwörungstheorien, Rassismus, Antisemitismus in unsere Gesellschaft geschwemmt werden. In diesen Zeiten müssen wir DemokratInnen dann nicht nur Haltung zeigen, wir müssen ganz aktiv für unsere Demokratie einstehen, für Rechtsstaatlichkeit, für Frieden und für Freiheit hier bei uns in Europa.
Und auch hier bei uns in der Städteregion, in der Stadt Aachen, gehen seit spätestens den Korrektivrecherchen zehntausende Menschen auf die Straße. Erst gestern wieder mehrere hundert in Alsdorf. Und wir zeigen dabei ganz, ganz deutlich, wir sind Aachen, wir sind die Städteregion und Nazis sind es nicht. Und das... Und dass wir mit so vielen auf die Straße gehen, dieses Zeichen setzen, ist unglaublich wichtig, das ist richtig, aber es reicht nicht aus. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir nach unserem Parteitag heute gleich weiterziehen werden in die Innenstadt und dass wir dabei hoffentlich ganz vielen Öcherinnen und Öchern klar machen, auf die Straße gehen ist wichtig, aber wählen gehen ist noch viel wichtiger und die nächste Wahl ist die am 9. Juni und da kann man demokratisch wählen, da kann man mit Grünen wählen, da kann man mit Grünen machen, was zählt und wir freuen uns einfach unglaublich, gleich mit euch dann weiterzuziehen und in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz wunderbaren Tag und nochmal herzlich willkommen in der vielleicht nicht zentralsten, aber sicherlich europäischsten Stadt bei uns in NRW. Vielen Dank, Laura und lieber Malte, auch für die Begrüßung. Und es haben ja alle hierhin geschafft, auch wenn es nicht so zentral ist. Deswegen können wir auch direkt weitermachen und würden damit zu Top 2 kommen, der Neufassung der Geschäftsordnung des LPRs. Ihr habt es im Antragsgrün sicherlich gesehen. Vom Landesvorstand wird jetzt Raul das Ganze nochmal einbringen und, glaube ich, auch schon was sagen zu dem Änderungsantrag. Es hat einen gegeben, der modifiziert übernommen wurde, aber alles Weitere dazu von Raul. So, hallo, da bin ich wieder zu einer in der Begrüßung von mir ja nur kurz angesprochenen Sternstunde dieses Parteitags, nämlich womöglich der Neufassung unserer Geschäftsordnung. Da nicht alle von euch mutmaßlich die gleiche Leidenschaft für Formalia und Satzungsfragen empfinden wie ich, versuche ich mich einigermaßen kurz zu halten. Ihr wisst alle, die Geschäftsordnung regelt 1000 Verfahrensfragen für Parteitage, also für diesen Parteitag. Und hin und wieder ergibt es Sinn, die mal zu aktualisieren. Das haben wir im letzten Jahr auf der LDK auch gemacht. Einige werden sich erinnern, dass wir da eine neue Geschäftsordnung verabschiedet haben, weil sich einfach in den letzten Jahren einiges änderte. Und das ist eine gute Gelegenheit, das nun auch mal für den LPR zu tun. Denn die Geschäftsordnung des LPR ist noch viel, viel älter als die der LDK. Und nur wir wissen ehrlicherweise gar nicht ganz genau, wie alt, nur dass... Ich glaube, André sich nicht erinnern konnte, wann wir sie das letzte Mal geändert haben. Ihr habt also ungefähr eine Vorstellung, seit wann wir mit dieser Geschäftsordnung arbeiten. Und da sind einfach viele Dinge veraltet. Einige Verfahren haben sich inzwischen weiterentwickelt. Dass einige Dinge machen wir sinnvollerweise anders. Andere Sachen sind geregelt, die man gar nicht regeln muss. Und da einfach so viel zu ändern war und die alte Geschäftsordnung gar keine richtige Struktur hatte, sondern man einfach immer Sachen, wenn einem neue Sachen eingefallen sind, offenbar drunter geschrieben hat, das machte das Ganze nicht so richtig übersichtlich. Deswegen haben wir uns jetzt sehr, sehr stark orientiert an der verabschiedeten Geschäftsordnung der LDK, orientiert für eine neue Geschäftsordnung eben des LPRs, da diverse Punkte, die einfach bei uns erprobte Verfahren sind da geregelt und gleichzeitig folgt sie eben einer klaren Struktur und ist deswegen ein bisschen übersichtlicher. Dadurch, dass wir quasi so viele Sachen ändern, dass es praktisch eine Globalalternative zu der bisherigen Geschäftsordnung ist, also wir haben da nicht gesagt, wir ändern alle Punkte irgendwie einzeln, weil das hätte es noch unübersichtlicher gemacht, sondern wir legen einfach eine neue Geschäftsordnung vor. Dadurch ist es aber leider so gewesen, dass man die nicht so sehen konnte, okay, der Satz wird geändert, dann wird der geändert, sondern wir konnten keine richtig gute Synopse erstellen, woraus ihr alle erkennt, genau die Punkte werden geändert. Dazu gab es dann auch einen Änderungsantrag, dass wir das künftig tun. Den haben wir deswegen aber sehr, sehr gerne übernommen, haben gleich, also modifiziert übernommen, weil wir es etwas an einer anderen Stelle ergänzen. Das findet ihr alles im Antragsgrün. Und wir haben da geguckt, dass wir eben in Zukunft natürlich einfach Synopsen erstellen können. Machen wir auch sehr gerne, um Übersichtlichkeit zu stärken. Dieses Mal war es eben eine Globalalternative. Wir haben hoffentlich für euch alle, hat das noch zur Orientierung beigetragen, nochmal die alte Geschäftsordnung verlinkt, die Begründung nochmal ausformuliert und so. Deswegen hoffe ich, konntet ihr euch alle über diese Dinge eine Meinung bilden. Und aus meiner Sicht und der des Landesvorstands haben wir die Möglichkeit, eine moderne, einfacher, strukturierte und aber aus guten und erprobten Verfahren bestehende Geschäftsordnung zu beschließen. Und dafür würde ich euch um Zustimmung bitten. Das war's auch. Vielen Dank, lieber Raul, für die Einbringung. Und formal würde ich jetzt einmal fragen, ob es jemanden gibt, der dagegen reden möchte.
Das sehe ich nicht. Dann würden wir auch in die Abstimmung gehen und ich frage, ob jemand dagegen stimmen möchte. Das ist niemand. Möchte sich jemand enthalten? Dann haben wir das einstimmig so beschlossen und Rauls Einbringung war offensichtlich sehr überzeugend und dann können wir auch damit jetzt bei der heutigen Sitzung so fortfahren. Vielen Dank. Und kommen auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt der aktuellen politischen Lage. Wir haben schon die ersten Lose hier gezogen und es können sich schon mal bereithalten gleich Sandra Strein aus dem Hochsauerlandkreis und Jan-Niklas Gesenhus aus dem KV Steinfurt. Bevor wir dazu kommen, haben wir jetzt aber einen gesetzten Redebeitrag von unserem Landesvorsitzenden Tim und du hast das Wort. Ihr Lieben, unser letzter LPR war in Wuppertal und zwar unter dem Eindruck der schrecklichen Vorfälle in Israel, wo die Hamas blutig Menschen in Israel abgeschlachtet hat. Und heute haben wir wieder die Situation, dass wir nach Israel gucken, gebannt, weil Israel als einzige Demokratie in der Region umzingelt von Feinden wieder angegriffen wird. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt von klugen Ratschlägen aus Deutschland oder von Tausende Nahost-ExpertInnen, die sich jetzt in der nächsten Zeit bilden werden, sondern nur eines, volle Solidarität, stehen an der Seite von Israel, denn das muss die Botschaft sein, wir Grüne stehen immer an der Seite dieses Landes und dieser Demokratie. Es zeigt aber auch den Wert von dem Friedensprojekt Europa. Dass wir das Privileg haben, in einer Region zu leben, wo wir nicht umzingelt von Feinden sind, sondern umzingelt von Freunden und umzingelt von DemokratInnen sind. Europa ist der Ort der politischen Arbeit, aber Europa ist mehr. Europa ist auch ein Versprechen. Es ist ein Friedensprojekt, es ist ein Friedensversprechen. Und wir geben auch Versprechen ab. Wir geben das Versprechen ab, dass auch Europa an der Seite der Ukraine steht und dass die Ukraine den Kampf nicht nur nicht verlieren darf, sondern gewinnen muss und im nächsten Europaparlament ukrainische demokratische Abgeordneten sitzen. Liebe Irina Schumm, das ist unser Versprechen. Wir geben das Versprechen ab, dass Daniel Freund auch im nächsten Europaparlament Orbán die Zähne zeigen wird und dafür sorgen wird, dass der Rechtsstaat da verteidigt wird. Wir geben das Versprechen dafür ab, dass Alexandra Gees im Europaparlament Zähne zeigen wird gegenüber TikTok und Meta, damit die Demokratie verteidigt wird und nicht nur Hass und Hetze nach oben geschwemmt wird im Algorithmus, sondern demokratische Werte. Das ist auch unser Versprechen. Und wir geben das Versprechen ab, dass wir Europa dieses Friedensprojekt vor der AfD verteidigen werden. Wer den Euro-Austritt befürwortet, der greift nicht nur die Wirtschaft an. Und wer mit diesen Putins Handpuppen von der AfD, diese Kreml-Kuschler, der soll mir von Patriotismus nichts erzählen. Das sind vaterlandslose Gesellen und wir verteidigen Europa vor diesen Leuten. Wir Grüne haben immer gesagt, wir haben zwei Ziele. Klimaneutrale Wirtschaftsregion bleiben und ein Land sein, das in Vielfalt zusammenhält. Und der letzte Freitag im Bundestag, der war für beide symbolisch. An einem Tag geht das Wirtschaftsenergiegesetz durch den Bundestag, was das Kernnetz für Wasserstoff schafft, was die Grundlage dafür liefert, dass wir Industrie klimaneutral hinbekommen, dass wir klimaneutral Schwerindustrie produzieren können. Und wir schaffen es, dass endlich das Selbstbestimmungsgesetz durch den Bundestag geht und damit das Land für so viele Menschen so viel besser wird und für niemanden schlechter. Und dafür, Nike und Sven, euch vor allem ganz großen Dank. Das ist das Ergebnis von Arbeit und von Leistungsbereitschaft. Und wenn man von Leistungsbereitschaft redet, dann möchte ich über Volker Wissing reden. Wer ernsthaft sagt, Leistung muss sich lohnen, muss auch damit rechnen, dass man sagt, Leistungsverweigerung darf sich nicht lohnen. Und wer keinen Klimaschutz macht über Jahrzehnte, der jetzt kommt er an und sagt, das Einzige, was funktioniert, sind Fahrverbote, der soll mir von Innovation nichts mehr erzählen. Der hat ausinnoviert. Da ist gar nichts mehr. Aber wir haben die Konzepte, wie man auch den Verkehrsbereich klimaneutral machen kann.
Er möge auf uns hören, dann kommt man auch über ein Fahrverbot vorbei. Denn wer denkt, man könne mit diesem hingeworfenen, dann kommen Fahrverbote, uns irgendwie einen Spiegel vorhalten und mitzusingen bei dem Song, die Grünen sind die Verbotspartei, der hält keinen Spiegel vor, sondern Fensterglas. Dann zeigt sich nämlich, dass Volker Wissing die fleischgewordene Verbotspartei ist. Man kann diese Verantwortung nicht auf Bürgerinnen und Bürger abwälzen und auch nicht auf den Koalitionspartner, sondern Volker Wissing muss jetzt einfach mal seine Arbeit machen. Das ist die Ansage von uns Grünen. Denn im Gegensatz zu Volker Wissing arbeiten wir. Wir arbeiten in Aachen, Sibylle hat es gezeigt. Wir arbeiten in Nordrhein-Westfalen, wo wieder mal ein Rekord an neuen Windrädern aufgestellt worden ist. Wir arbeiten auf Bundesebene, wo das Selbstbestimmungsgesetz und das Energiegesetz durchgegangen ist. Und wir arbeiten auf Europa mit Terry an der Spitze. Das macht uns aus. Wir machen, was zählt. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung auf die Sekunde genau. Der Landesvorsitzende macht das hier vor. Vielen lieben Dank, Tim. Und bevor wir jetzt zu unseren ersten gelosten Redebeiträgen kommen, darf ich auch ganz herzlich Frau Schumm, die Generalkonsulin der Ukraine, hier begrüßen, die gleich noch zu uns sprechen wird. Noch nicht, keine Sorge, gerne hier erstmal noch ankommen. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Und kommen jetzt zu unserem ersten gelosten Redebeitrag. Ich habe es gerade schon angekündigt und sehe sie noch nicht. Aber Sandra Stein, da ist sie, hat jetzt für 3 Minuten das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute Morgen mit ziemlich bedrohlichen Nachrichten, glaube ich, alle wach geworden. Und Tim hat das ja am Anfang in seiner Rede auch schon angesprochen. Und ich finde es immer schwierig, dann über andere Themen zu sprechen. Trotzdem will ich noch mal ein Schlaglicht auf einen etwas anderen Bereich heute lenken. Und zwar betreue ich in unserem Familienunternehmen seit einer Weile eine Baustelle. Das ist normalerweise nicht mein Job als Unternehmerin, aber wie das manchmal in Familienunternehmen so ist, irgendwer muss es halt machen. Und vielleicht gerade weil das normalerweise nicht mein Job ist, habe ich in dieser Zeit ziemlich viel gelernt. Ich meine damit nicht, dass ich verstanden habe, warum Bauvorhaben so oft länger brauchen als geplant. Das war eher so der schmerzhafte Nebeneffekt. Sondern was ich meine ist, ich habe erfahren, was die Menschen, die die Wirtschaft bei uns vor Ort gestalten, gerade so umtreibt. Zum Beispiel der Zimmerer, der mir erzählt hat, dass er sich vor Aufträgen gerade im Bereich der Sanierung praktisch nicht retten kann, aber keine Fläche für eine größere Halle findet. Der Elektriker, der mir sagt, das sind seine Worte, nicht meine, dieser Brandschutz bringt mich irgendwann noch ins Grab. Der Elektriker, der mehrere Baustellen parallel jongliert und gerade weil so viele PV-Anlagen und Ladestationen irgendwie installiert werden, der aber eigentlich viel mehr Leute bräuchte. Und was nehme ich aus dieser Erfahrung mit? Ich nehme erstens mit, dass es längst nicht so schlecht um die deutsche Wirtschaft gestellt ist, wie es uns Friedrich Merz mit seinen Untergangsszenarien jeden Tag verkaufen will. Und gerade viele kleine und mittlere Betriebe profitieren sehr von der grünen Klima- und Wirtschaftspolitik. Und ich nehme zweitens mit, dass wir mit den Menschen, die in den Betrieben sind, dass wir mit denen reden und dass wir denen sehr genau zuhören sollten. Ich wälze ziemlich oft die Fragen, wie wir kleine und mittlere Betriebe vom bürokratischen Aufwand entlasten können. Ich denke darüber nach, wie es uns gelingt, mehr junge Menschen, gerade auch Frauen, fürs Handwerk zu gewinnen. Und ich frage mich, wie wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen können, damit die Betriebe, die die Wärmewende umsetzen sollen, tatsächlich auch den Raum haben zu gedeihen, aber ohne halt unsere ambitionierten politischen Vorhaben irgendwie über Bord zu werfen. Und ich glaube, meine Antworten sind besser, wenn ich diesen Menschen zuhöre, die von diesen Antworten direkt betroffen sind. Und wenn Mona zum Beispiel in Unternehmen ins Sauerland kommt, dann finden die Leute das wirklich richtig gut. Selbst wenn sie vielleicht beim Stammtisch vorher noch über grüne Politik gemeckert haben. Aber ich glaube, dieses ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben ist unglaublich wichtig. Das schafft Vertrauen und ist die Voraussetzung dafür, dass
unsere Antworten auf die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht nur besser sind, sondern dass sie auf eine große Akzeptanz stoßen. Und ich glaube, wir sollten die kleinen und mittleren Unternehmen als unsere Verbündeten ansehen, wenn wir die klimapolitischen Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben. Und deswegen ist mein Plädoyer, lasst uns ihnen sehr genau zuhören. Dankeschön. Vielen Dank, Sandra. Ich sehe, dass Janni sich schon auf den Weg macht. Und nach Janni darf ich schon mal ankündigen, dass dann Katharina Dröge für die Bundestagsfraktion einen gesetzten Redebeitrag hat und wir danach schon gelost haben und es sich schon Nike Slavik aus dem KV Leverkusen und Firat Yakshan aus dem KV Köln bereithalten können. Jetzt hat aber erstmal Janni für 3 Minuten das Wort hier oben. Und vielleicht der kleine zarte Hinweis, diese Uhr da unten ist für die Rednerinnen und Redner zur Orientierung. Satt. Das ist jetzt nicht dir geschuldet, lieber Janni, sondern das ist ein Grundsatzhinweis. Nein, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte mich in diesen schwierigen Zeiten am Anfang den Worten unseres Landesvorsitzenden anschließen. Dieser feige, dieser brutale Angriff Irans auf Israel ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste. Er ist eine völlige Eskalation der Situation im Nahen Osten und meine Gedanken und ich sicherlich die Gedanken von uns allen hier im Raum sind heute bei den Menschen in Israel. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt zur Innenpolitik. Heute vor einem Jahr war das letzte deutsche Atomkraftwerk noch gerade am Netz. Ein Tag später sind wir in Deutschland endlich aus der Atomkraft ausgestiegen. Und ich glaube, dass das ein guter Tag für unser Land war, liebe Freundinnen und Freunde. Weil wir mit diesem Atomausstieg unser Land sicherer gemacht haben, weil wir unser Land unabhängiger gemacht haben von Uranimporten, von irgendwelchen Despoten, die damit ihre Kriegskasse vollmachen. Deswegen war es gut, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und es ist ein Riesenerfolg dieser Bundestagsfraktion und der Bundesregierung, dass wir das durchgesetzt haben gegen mächtige Interessen, die dagegen gearbeitet haben, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben es durch eine sehr kluge Energiepolitik geschafft, dass wir trotz Atomausstieg es hinbekommen haben, dass die Kohleverstromung auf einem historischen Tiefstand ist und dass wir es gleichzeitig hinbekommen haben, dass die erneuerbaren Energien rasant ausgebaut worden sind und jetzt auf einem Rekordhoch sind, dank erfolgreicher Arbeit dieser Bundesregierung. Deswegen sage ich es nochmal, es war ein guter Tag, dass Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das war nur ein wichtiger Fortschritt im Bereich der Umweltpolitik, den wir auf den Weg gebracht haben. Viele, viele weitere Fortschritte haben wir auf den Weg bringen können, aber wir haben sie deswegen auf den Weg bringen können, weil die Europäische Union uns dabei angetrieben hat. Die Europäische Union war in den letzten Jahren ein ganz, ganz wichtiger Antreiber im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich des Umweltschutzes mit dem Green Deal. Und es war sozusagen eine Dynamik, die so aussah, die Grünen haben die Europäische Union angeschoben und die Europäische Union hat dann die Mitgliedstaaten angeschoben und die Mitgliedstaaten angetrieben, auch uns in Deutschland hin zu ökologischem Fortschritt. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo die Rechtskonservativen, wo die Europäische Volkspartei an der Seite der CDU/CSU paktieren mit Rechtsextremen, um den Green Deal rückabzuwickeln. Und wenn Sie gerade nicht paktieren mit Rechtsextremen, dann bieten Sie abgewirtschaftete Ex-Minister wie Jens Spahn ausgerechnet für die Klimapolitik auf. Ich glaube, mein Opa hätte für sowas einen guten Begriff gehabt, wenn Jens Spahn in der Energiepolitik anpackt. Das ist wie wenn zwei andere loslassen und das ist mit Sicherheit kein gutes Rezept für die Energiepolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Janni, wir haben gerade über die Zeit gesprochen. Und deswegen dürfen wir diese populistische Anti-Umweltpolitik nicht durchkommen lassen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stehen an der Seite der Menschen, die für Demokratie auf die Straße gehen. Wir verteidigen unsere Demokratie. Wir verteidigen eine fortschrittliche Umweltpolitik in der Europäischen Union. Und das beste Rezept dafür sind Bündnis 90 Die Grünen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Janni. Und ich glaube, André weiß vielleicht schon, wann er Hinweise gibt. Aber auch das war noch
okay in der Zeit. Jetzt hat Katharina für 5 Minuten für einen gesetzten Redebeitrag das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, der Angriff des Irans auf Israel ist beispiellos. Hunderte Raketen, hunderte Drohnen sind in den letzten Stunden auf Israel abgefeuert worden. Und dieser Angriff, der trifft ein Land, das in den letzten Wochen und Monaten schon so viel Leid erlebt hat. Menschen in diesem kleinen Land, in dem fast jeder jemanden kennt, der am 7. Oktober jemanden verloren hat. Menschen, die immer noch um ihre Angehörigen bangen, die verschleppt sind, die nicht wissen, ob diese noch leben, die hoffen, dass diese freikommen. Deswegen alleine ist dieser Angriff schon so furchtbar. Und deswegen alleine gibt es in diesen ersten Stunden des Angriffs gar nicht viel mehr zu sagen, als dass wir an der Seite Israels stehen, dass wir unsere Solidarität ausdrücken und dass wir natürlich auch unsere Unterstützung zusagen werden. Aber dieser Angriff gefährdet auch die Stabilität einer ganzen Region. Und trotzdem war Israel in dieser Nacht nicht alleine. Waren arabische Nachbarländer da, die mitgeholfen haben, die Drohnenangriffe abzuwehren. Und es ist so wichtig, dass gerade unsere deutsche Außenministerin auch dafür geworben hat, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in der Region war und mit der Diplomatie dafür geworben hat, dass es Bündnisse gibt. Denn die Stabilität Israels, die Sicherheit Israels in der Region, die hängt so sehr davon ab, dass es Annäherung, dass es gute Prozesse mit den arabischen Nachbarn in der Region gibt. Und gestern Nacht war hier ein kleines Zeichen der Hoffnung in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und der Angriff des Irans auf Israel war beispiellos, aber er war nicht überraschend. Viele, viele Menschen im Iran haben uns schon so lange vor diesem Regime gewarnt. Und wer dem Iran zugehört hat, der wusste, was der Plan war. Das erklärte Ziel des Irans war es, Israel von der Landkarte zu löschen. Das wurde immer wieder politisch erklärt. Und es sind die vielen mutigen Menschen im Iran, gerade die Frauen, die sich getraut haben, in den letzten Wochen und Monaten gegen dieses Regime aufzustehen, gemeinsam mit den Männern, die sie unterstützt haben, die demonstriert haben für Freiheit, für Demokratie, auch für eine andere Politik des Irans, an die wir heute auch denken müssen. Denn sie haben in den letzten Wochen und Monaten so einen brutalen Preis gezahlt für ihren Mut, für die Freiheit, haben sie mit dem Leben gezahlt. Und deswegen heute in dieser schwierigen Stunde gilt auch unser Dank all den Menschen im Iran, die für eine andere Politik stehen. Und wir machen in einer Zeit Politik, die durch Krisen geprägt ist. Über die Situation in Israel habe ich gerade gesprochen, über die Situation in der Ukraine und wie wir die Ukraine besser unterstützen können, ringen wir im Deutschen Bundestag jeden Tag. Und das fordert Demokratien heraus, wenn Menschen in krisenhaften Zeiten leben. Und dieses Jahr ist so entscheidend für die Demokratie. Dieses Jahr ist so entscheidend für die Demokratie, weil in so vielen wichtigen Regionen der Welt gewählt wird. Nicht nur hier in Europa, wo wir das Europäische Parlament wählen. Nicht nur in den USA, wo eine wichtige Wahl im November ansteht. Auch hier in Deutschland, wenn wir auf die kommenden Landtagswahlen schauen. Und überall geht es darum, die Demokratie zu verteidigen. Die Demokratie zu verteidigen gegen die Feinde von innen, die Demokratie zu verteidigen gegen den Rechtspopulismus. Das ist die Aufgabe unserer Zeit. Dafür braucht es uns alle. Und liebe Freundinnen und Freunde, das sind keine leichten Zeiten und die Menschen haben Sorgen. Und trotzdem ist aus meiner Sicht die beste Antwort in diesen Zeiten auf diese Sorgen, auch auf das zu schauen, was gelingt. Auf das zu schauen, was Mut und Hoffnung macht. Weil aus meiner Sicht ist genau das effektivste Rezept gegen Populisten. Populisten, die wollen, dass die Menschen nicht sehen, was gelingt. Populisten, die wollen den Misserfolg statt der Lösung. Populisten, die wollen eure schlechte Laune statt der Haltung, wir schaffen das. Und deswegen haben wir gemeinsam den Schlüssel in der Hand, genau dagegen anzugehen, indem wir einfach sehen, was gelingt. Und wenn der Deutsche Bundestag genau in einer Zeit wie dieser das Selbstbestimmungsgesetz beschließt, was ist das für ein starkes Zeichen gegen all die Hetzer da draußen im Netz, die Menschen ausgrenzen, einfach weil sie Menschen sind, die Menschen beschimpfen, einfach nur, weil sie selbst sein wollen. Und wir haben es einfach anders gemacht.
Wir haben dieses Gesetz beschlossen, gerade in dieser Zeit. Und diese Koalition, die streitet viel und das ist nicht cool und darauf bin ich nicht stolz. Aber auf das, was wir schaffen, auf das bin ich verdammt stolz. Wir machen dieses Land im besten Sinne des Wortes liberaler. Wir haben ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. Wir haben ein modernes Einwanderungsgesetz. Wir haben den Paragraphen 219a abgeschafft. Wir bringen dieses Land voran. Wir machen dieses Land gerechter, indem wir beispielsweise ein Startchancenprogramm aufgelegt haben, gerade für die Kinder in den Schulbezirken, die eine besondere Unterstützung brauchen. Wir kämpfen für die Kindergrundsicherung. Und ich sage euch, sie wird kommen, weil wir nicht akzeptieren werden, dass dieses reiche Land jedes fünfte Kind in diesem Land in Armut aufwachsen lässt. Wir haben den Mindestlohn erhöht und im Klimaschutz sind wir erstmals in der Lage, das 2030er Klimaziel einzuhalten. Das ist historisch. Hätte mich jemand gefragt, ob das möglich gewesen wäre am Beginn dieser Legislaturperiode, ich hätte gesagt, nein. Aber wir haben es gemeinsam geschafft. Wir haben es gemeinsam geschafft, weil wir Tempo gemacht haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ihr hier in NRW, ihr seid Spitzenreiter und Vorbild für so viele andere Bundesländer in Deutschland. Danke einfach dafür. Kommst du zum Ende, liebe Partner? Wir haben es geschafft, weil wir in allen Sektoren vorangehen. Wir gehen in der Industrie voran und helfen, ihr klimaneutral zu werden. Wir gehen in der Wärme voran und machen das Ganze sozial gerecht, indem wir die Wärmepumpe billiger machen als die Gasheizung. Und ja, auch wenn Volker Wissing das nicht will, wir gehen auch im Verkehrssektor voran. Das ist unser Versprechen. Mit dem 49-Euro-Ticket haben wir angefangen. Mit dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor haben wir weitergemacht. Jetzt kämpfen wir für mehr Geld für die Deutsche Bahn. Und am Ende wird die Verkehrswende gelingen, ob Volker Wissing das will oder nicht. Vielen Dank, liebe Katharina. Und ich habe es eben schon vorgelesen. Als nächstes hätte dann Nike mit einem Redebeitrag 3 Minuten hier vorne Zeit. Firat sehe ich auch schon hier vorne. Und danach kämen wir dann zu dem gesetzten Redebeitrag von Mona. Und wir sagen nochmal schnell, ganz kurz, entschuldige Nike, wen wir danach gelost haben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir haben nämlich jetzt hier, auch wir werden digitaler und können das hier uns ergeben lassen. Wir haben danach nach dem gesetzten Redebeitrag einen gelosten Redebeitrag von Sarah Gonschorek aus dem KV Soest und von Sven Lehmann aus dem KV Köln. Jetzt aber erstmal an den KV Leverkusen. Ja, ihr Lieben, Sibylle hat in ihrer Begrüßung gesagt, wir sind als Grüne manchmal nicht so gut da drin, unsere Erfolge zu feiern, sondern gehen schon direkt zum nächsten Kampf weiter. Deswegen möchte ich einmal mit euch ein Licht darauf werfen, was wir eigentlich erreicht haben. Und ich bin so dankbar, Mitglied einer Partei zu sein, die am laufenden Bande Geschichte schreibt. Lasst uns einmal darauf schauen, was wir allein in diesem Monat alles erreichen konnten. Am 1. April sind gleich mehrere Sachen in Kraft getreten. Das Cannabis-Gesetz. Wir haben Schluss gemacht mit jahrelanger Diskriminierung und dem gescheiterten Weg der Kriminalisierung eben von Cannabis. Wir haben mehrere Kohlekraftwerksblöcke in NRW abgeschaltet. Und am 1. April ist das Sommersemester in NRW gestartet. Und ganz viele Studierende in Nordrhein-Westfalen haben nun ein vergünstigtes Deutschlandticket als Semesterticket. Allein 50.000 Studierende in Köln. Und das war auch unser Kampf als Grüne NRW aus der Landesregierung NRW heraus. Und wir im Bund haben dafür gesorgt. Ich bin immer noch so gerührt davon, dass wir diese Woche im Deutschen Bundestag endlich das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen haben. Wir haben Schluss gemacht mit dem über 40 Jahre alten diskriminierenden transsexuellen Gesetz, was in vielen Punkten vom Bundesverfassungsgericht als nicht vereinbar mit der Menschenwürde erklärt wurde. Wir haben diese Woche im Deutschen Bundestag Grundrechts- und Bürgerrechtsgeschichte geschrieben und das ist unser Verdienst als Grüne, weil kein
keine andere Partei in diesem Land so stark für die Selbstbestimmung von geschlechtlicher Vielfalt und für dieses zutiefst queerfeministische Gesetz gekämpft hat wie wir Grüne. Und ich möchte deswegen Danke an euch alle sagen, dass ihr dahinter gestanden habt. Und ich habe bei unserem letzten LPR über Polen gesprochen, weil bei unserem letzten LPR fand die Parlamentswahl in Polen statt. Und tatsächlich haben sie es geschafft. Vor allem die Frauen in Polen haben dafür gesorgt, dass eine rechtsnationalistische Peace-Regierung gestürzt wurde. Und diese Woche sind im Sejm mehrere Gesetzentwürfe für eine Liberalisierung dieses rückschrittigen mittelalterlichen Abtreibungsverbots eingegangen ins Parlament und werden dort nun endlich beraten. In Frankreich, auch in unserem westlichen Nachbarland in Frankreich, haben Frauen einen solch großen Erfolg feiern können. Dort sind Abtreibungsrechte nun endlich Teil der Verfassung, über den eigenen Körper bestimmen zu können. Viele Menschen sind in den letzten Wochen bei uns Mitglied geworden für Demokratie, für Menschenrechte, gegen den Rechtsruck in Europa. Also lasst uns diesen Rückenwind mitnehmen. Lasst uns kämpfen für ein klimagerechtes, für ein demokratisches, für ein queeres, für ein feministisches Europa, wenn nicht wir, wer dann? Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Nike und Ferhat steht schon bereit und auch du hast jetzt 3 Minuten das Wort. Wenn du oben bist natürlich. So. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind verdammt brutale Zeiten. Es sind vor allem verdammt brutale Zeiten, wenn wir uns nämlich die letzte Nacht allein anschauen. Dieser Drohnenangriff, der richtete sich gestern Nacht gegen Tel Aviv, gegen Israel. Diese Drohnenangriffe von letzter Nacht, und da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, diese Drohnenangriffe, die gingen aus Iran, aber auch auf Kurdistan, auf Erbil und auch natürlich, wenn ich in die Insta-Status-Nachrichten von Freundinnen und Freunden schaue, Ukraine. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir wirklich an der Seite von Ukraine und Israel stehen, dann müssen wir endlich verstehen, dass wir eine härtere Gangart gegenüber Russland, aber auch gegenüber Iran brauchen. Denn es sind nämlich genau diese Kamikaze-Drohnen, die auf Kiew sich richten. Es sind genau diese Drohnen, die letzte Nacht auf Tel Aviv abgezielt wurden und zum Glück nicht eintrafen. Und liebe Freundinnen und Freunde, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine erklärt hat und den Krieg, den Iran auf seine Art und Weise führt, der gilt ja natürlich uns allen, aber er gilt natürlich uns allen, weil sie nämlich all das zerstört sehen wollen, was eben an dem Halm der Demokratie sich gerade noch festhält. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir endlich auch hier in Deutschland ganz klar dafür sorgen, dass alle Strukturen, die Russland, die den Einfluss von Russland hier in Deutschland noch nach wie vor irgendwie halbwegs propagieren oder halt auch eben des iranischen Staates, endlich mal einen Riegel vorschieben. Und dazu gehört natürlich auch, wir haben es natürlich auch schon im Deutschen Bundestag beschlossen, dass natürlich die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste sollen. Wann, wenn nicht jetzt, müssen diese iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste? Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mit einem Punkt abschließen und eigentlich wollte ich heute über GEAS und viele weitere Themen, die auch eben in der Migrationspolitik uns betreffen, aber all das, was gerade im Nahen Osten passiert, in der Ukraine passiert, ich möchte euch eine Gefühlslage mitgeben. Den Krieg, den viele ukrainische Freundinnen und Freunde mitmachen müssen, den Krieg, den viele jüdische Freundinnen und Freunde mitmachen müssen, den Krieg, den viele Kurdinnen und Kurden, die unter uns auch mitleben, mitmachen müssen.
All diese Gruppen wollen keinen Krieg. All diese Gruppen werden in diesen Krieg reingezwungen. Und auch das müssen wir endlich verstehen. Jüdische Menschen wollen keinen Krieg. Sie werden aber dazu gezwungen. Ukrainer und Ukrainer wollen keinen Krieg, werden aber von Russland gezwungen. Und das ist auch eben etwas, wo wir auch als Grüne Partei viel stärker dran denken sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Firat. Ich habe schon angekündigt und sie sprintet schon auf die Bühne. Unsere Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, liebe Mona, du hast jetzt 5 Minuten das Wort. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Gestern Abend kam ich nach einem Tag voller Termine ganz fröhlich gestimmt in den Biergarten in Düsseldorf und habe endlich mal wieder Zeit gehabt mit Freunden zusammenzusitzen und ein bisschen den Sonnenuntergang zu gucken. Und dann kamen die Nachrichten des wirklich eine Zäsur bedeutenden Angriffs des Irans auf Israel. Und plötzlich war mir gar nicht mehr zu feiern zumute, sondern ich habe versucht, zu Hause irgendwie öffentliche Berichterstattung dazu zu finden, was passiert eigentlich gerade. Und das habe ich auch deswegen gemacht, weil ich dank eures Vertrauens in mich das Privileg habe als Ministerin, 18 Millionen Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben, die Politik, die wir als Grüne hier aktiv mitgestalten, auch. Und besonders in Krisenzeiten mit unseren internationalen Freundinnen und Freunden, mit denen wir in enger Verbindung stehen, in der demokratischen Verbindung, zu teilen. Und ich war vor 3 Wochen in Tel Aviv. Und was ich da in den direkten Gesprächen mit den Opfern, mit den Angehörigen von Opfern, mit denen, die unter der wirtschaftlichen Situation wegen der rechtsextremen Regierung Netanjahus leiden, mit denen, die, und das ist wirklich fast nicht vorstellbar, trotz des 7. Oktober bereit, willens und in der Lage sind zu sagen, Mona, wir müssen zusammenkommen. Wir, die Menschen jüdischen Glaubens, mit den Menschen, die im Gazastreifen als Zivilisten unglaublich humanitäres Leid erleben, wir wären ja wie die Terroristen der Hamas, wie die dem iranischen Regime angehören, wie die Putin hinterherrennen und seinem Kreml-Regime, wenn wir nicht größer wären und zulassen würden, dass es humanitäre Hilfe gibt für die, die eben auch unter Terror und Diktatur leiden. Und mir hat's dabei wirklich den Atem geraubt, die Sprache verschlagen. Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann, weil ich nicht wüsste, ob ich, Mona Neubauer, persönlich in der Lage wäre, als Mutter eines getöteten Soldaten das Herz so weit öffnen zu können. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Grundlage, die wir als Wertegemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland, aus Europa immer wieder verteidigen müssen. Darum geht es bei der Europawahl. Und bei der Europawahl geht es auch darum, liebe Irina Schumm, Tim Achtermeier hat es gesagt, was wir hier machen politisch, auch bei hartem Gegenwind, den Gestaltungswillen nicht aufzugeben, die Veränderungsbereitschaft, egal in welcher Konstellation wir in Koalition sind, zu verteidigen. Und zwar dafür zu verteidigen, weil uns lenkt, dass wir eine Verantwortung tragen für die, die heute noch gar nicht geboren sind, denen wir einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen, sodass sie überhaupt noch in Freiheit leben und entscheiden können. Denen, die heute Minderheiten sind und unterdrückt sind, die rassistischen Angriffen ausgesetzt sind, denen, die heute eben nicht gut leben können, weil es die Verteilung, die gerechte Verteilung, die Sicherheit, dass es fair zugeht in einem wohlhabenden Land wie Deutschland, wie Nordrhein-Westfalen, weil das nicht der Alltag für alle Menschen ist. Und das bedeutet immer wieder Gegenwind. Aber liebe Irina Schumm, ich war Ende Februar in Kiew und konnte auch da mit Opfern, mit Mitgliedern von Stiftungen sprechen, die sich darum kümmern, dass traumatisierte Kriegskinder irgendwie psychologisch betreut werden und es als normal empfinden, dass sie üben, was kommt eigentlich mit in den Rettungskoffer. Und übrigens, Spoiler an uns alle, ukrainisch heißt Butterbrot Butterbrot. Und sie wünschen sich so sehr Gummibärchen für ihre Koffer. Und es ist schwer auszuhalten, wenn 4-Jährige in einer fröhlichen Selbstverständlichkeit sagen, ich brauche eine Decke, ich brauche eine Taschenlampe, mein Teddy soll mit, ich brauche ein Butterbrot
Und ich muss aber vor allem dieses Lied singen und meine Freundin an der Hand nehmen und dann laufen wir unserer Kindergärtnerin hinterher. Das passiert jeden Tag in der Ukraine. Und wenn man aus der Ukraine zurückkommt, wenn man das Privileg, was mir in diesem Amt widerfährt, weil ihr mir das Vertrauen gegeben habt, dieses Amt für uns als Grüne ausleben zu dürfen, wenn man dieses Privileg wieder mit zurückbringt, dann hat man einen ganz anderen Antrieb, wenn es darum geht, den Blick auf Europa zu werfen. Dann ist es Weitwinkel und Fokus zugleich, weil sich die Perspektiven verändern, weil man etwas leichter auf die billigen Angriffe eines Bundesverkehrsministers auf grüne Klimaschutzinitiativen, auf die grüne Idee, Klimaschutz Realität werden zu lassen, zu blicken. Dann kann man mit einem Friedrich Merz, der leider immer noch nicht begriffen hat, wie notwendig es ist, dass wir unabhängig werden von fossilen Rohstoffen, dann kann man auch innerhalb einer Koalition sich sicher sein, dass wir auf der richtigen Seite stehen, weil unsere Politik, liebe Freundinnen und Freunde, die ist so weit weg von Ideologie. Unsere Politik ist geprägt von Vernunft. Und wir tragen eine wahnsinnige Verantwortung. Und ich glaube ganz sicher, dass das für diejenigen, die gerade in Verantwortung stehen, in den Parlamenten, in den Kommunen, in den Regierungen, das ein oder andere Mal sich auch nicht leichtfüßig und locker anfühlt. Aber ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir weiterhin, so gut wie es uns gelingt, im Bund, aber wenn ich das sagen darf, vor allem auch bei uns hier im Land, weil wir so intensiv arbeiten, unter schwierigsten Bedingungen, wenn es um Haushaltslage geht, wenn es um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geht, wenn es uns weiterhin so gut gelingt, dass wir eben nicht meckern und versuchen, unsere grüne Profilierung über die Abgrenzung von anderen zu machen, sondern, liebe Freundinnen und Freunde, wenn es uns gelingt, die staatstragende Kraft zu sein, die anderen staatstragenden Parteien unter eine Klammer zieht, damit endlich klar ist, Rechtsextremismus hat in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und darf auch in Europa keinen Platz haben. Damit endlich klar ist, Investitionen, die Wirtschaft dringend tätigen muss, damit wir endlich nachhaltiges Wachstum haben, damit wir einen nachhaltigen Wohlstand für die Bürgerinnen und Bürger haben. Ich glaube, wir trauen uns manchmal gar nicht zu, wozu wir in der Lage sind. Die Menschen in der Ukraine, die Menschen in Israel wissen sehr wohl, wer diese grüne Partei ist aus Deutschland. Und die wissen sehr wohl, dass wir diejenigen sind, die verstanden haben, was zu tun ist, wenn Europa dem Krieg ausgesetzt ist. Und die wissen, dass ihr, dass wir alle unverbrüchlich an der Seite stehen, Israels sowie der Ukraine. Vielen Dank, Mona. Wir kommen jetzt zu den nächsten beiden gelosten Redebeiträgen, die ich auch schon angekündigt habe. Danach kommen wir dann zur Gastrede von Irina Schumm. Und danach sage ich schon einmal, dass ich dann Kira Heiden aus dem KV Düsseldorf und Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen bereithalten können. Jetzt hat aber erstmal Sarah gleich für 3 Minuten hier oben das Wort. Liebe Freundinnen, jetzt stehen wir vor der Europawahl und damit vor großen Herausforderungen, die sich nicht in wenigen Worten umreißen lassen. Wir befinden uns im Jahr 2024, einem Jahr, was schon wie 2023 von dramatischen Klimaveränderungen geprägt war. Wir erleben eine Klimakatastrophe, die Temperaturrekorde auf dem Land und auf der Meeresoberfläche bricht. Man könnte fast sagen, dass diese Katastrophe bei uns hereinbricht, aber wir haben noch Hoffnung. Wir sehen, dass grüne Transformation Hand in Hand mit Umweltschutz geht, den Klimawandel eindämmen kann. Der Kampf um unsere Zukunft wird jedoch auf vielen Ebenen geführt. Eine dieser Ebenen ist der Kampf gegen Ignoranz, Profitgier und vehemente Leugnung von wissenschaftlich belegten Fakten durch verschiedene politische Gruppen. Noch in dieser Woche haben wir gesehen, wie weit so eine Leugnung gehen kann. Unser Gegner ist unter anderem eine fossile Lobby, die mit aller Kraft und viel Geld versucht, die allgemeinen Narrative und Diskurse unserer Gesellschaft auch global zu bestimmen. Und in diesem Kontext müssen wir auch internationale Strömungen von Rechtsextremismus und Antifeminismus ansprechen. Diese Ideologien stellen eine direkte Bedrohung für unsere Demokratie und unsere gesellschaftlichen Fortschritte dar. Sie untergraben die Bemühungen um Klima- und Umweltschutz und gefährden unseren Anspruch an ein System, das die Rechte von wirklich allen Menschen respektiert.
Sie gehen aber auch einher mit einem auf fossile Energien aufbauenden Männlichkeitsbild, das erneuerbare Energien als woke und links framed, statt sie als einzig sinnvolle Alternative zu sehen. Unter einer rechten oder rechtspopulistischen Regierung, wie die AfD sie anstreben wird, sind weder die Verteidigung von umfassenden Menschenrechten noch der Schutz unserer Lebensgrundlage möglich. Wir Grüne stehen für genau das Gegenteil dessen, wofür Parteien wie die AfD stehen. Wir kämpfen für Vielfalt, wir kämpfen für Menschenrechte und ein nachhaltiges Leben, das unseren Planeten und seine Bewohner schützt und respektiert. Und das ist der Kern unserer Politik. Und daher ist es entscheidend, dass wir wachsam bleiben. Wir müssen öffentliche Narrative neu definieren, die Diskurse umgestalten. In einer Welt, die auf schnelle Klicks und einfache Lösungen ausgerichtet ist, müssen wir sicherstellen, dass die wahre Faktenlage nicht verloren geht und die AfD und ähnlichen Kräften diese Narrative wegnehmen. Aber wir stehen an einem Scheideweg. Es ist in unserer Verantwortung, die Wahrheit zu verteidigen und mutig für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einzusetzen. Lasst uns deshalb zusammenstehen für eine Welt kämpfen, in der Respekt und Gerechtigkeit und der Schutz unserer aller Lebensgrundlage an erster Stelle stehen. Die anstehenden Wahlkämpfe sind vor allem der Europawahlkampf sind richtungsweisend. Vielen Dank. Dankeschön, liebe Sarah. Und ich sehe, hier vorne macht sich schon Sven auf den Weg. Lieber Sven, dann hast auch du jetzt natürlich 3 Minuten das Wort. Vielen Dank, liebe Freundinnen, Freunde. Es ist in der Tat nicht immer so richtig vergnügungssteuerpflichtig, in dieser Ampelkoalition auf Bundesebene zu arbeiten. Das kriegt ihr mit, so weder im Bundestag noch in der Bundesregierung. Aber letzte Woche war eine wirklich richtig, richtig wichtige Woche, weil wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, weil wir nach über 40 Jahren dieses diskriminierende und entwürdigende Transsexuellengesetz endlich abgeschafft haben. Und das ist deswegen so wichtig, nicht weil es die große Mehrheit der Gesellschaft betrifft. Es betrifft eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit davon wird dieses Gesetz nie in Anspruch nehmen. Aber es ist deswegen wichtig, weil über Jahrzehnte Menschen, einfach nur weil sie anerkannt werden wollten, wie sie nun mal sind, sich dafür scheiden lassen mussten, sich sterilisieren lassen mussten oder bis heute psychiatrische Begutachtungen durchlaufen müssen. Und dann entscheidet ein Gericht, ob sie die Person sein dürfen, die sie sind. Dieses verflixte und verdammte und entwürdigende Gesetz hat viel zu lange in Deutschland existiert. Und damit machen wir jetzt Schluss und sorgen für würdevolle, einfache Verfahren bei den Standesämtern. Deutschland ist das etwa 15. Land weltweit, das das macht. Und warum sage ich das? Weil es hat sehr viel mit Europa zu tun, weil das natürlich eine große Vorbildfunktion hat, auch für andere Länder in Europa, dem jetzt zu folgen. Übrigens, einige haben das schon gemacht. Deutschland war auch wie immer hier eher so ein bisschen langsamer, aber das wird eine große Auswirkung haben, weil es natürlich auch gerade in diesem Jahr der Europawahl sehr, sehr stark darum geht, was ist Europa eigentlich? Und Europa, ja, das ist natürlich Interrail und es ist USB-C-Ladekabel und es ist Schüleraustausch und so alles total wichtig. Aber ich finde, Europa ist vor allem das Versprechen, frei leben zu können und sich auf einen Rechtsstaat berufen zu können und selber zu bestimmen über sein eigenes Leben und seinen eigenen Körper und seine eigene Liebe und was man mit seinem Leben macht. Und das ist ein wirklich großartiges Werteversprechen, was Europa leistet. Und das lohnt es sich wirklich bei dieser Europawahl auch wirklich sehr, sehr, sehr hart zu verteidigen, weil genau das wird nämlich angegriffen, dieses Freiheits- und Sicherheitsversprechen. Es wird angegriffen in Polen oder wurde mit dem härtesten Abtreibungsrecht, was wir in Europa kannten und mit LGBT-freien Zonen. Und das haben die Polinnen und Polen und vor allem die Polinnen, nämlich die Frauen, zurückgekämpft, dass jetzt eine Regierung an der Macht ist, die sozusagen das wieder zurücknimmt. In Italien. Ja.
In Italien ist jetzt eine Regierung an der Macht, die zum Beispiel verbietet, dass zwei Frauen Eltern von Kindern sein können. Und warum ich das sage, ist, dass bei allem, worum es geht bei dieser Europawahl, zentral ist auch den Erstwählerinnen und Erstwählern, die zum ersten Mal mit 16 und 17 wählen dürfen, ganz, ganz stark dafür zu werben, dass sie das, was sie als selbstverständlich erachten, nämlich frei zu sein und entscheiden zu dürfen über den eigenen Körper, die Sexualität und das Geschlecht und so weiter, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass das jedes Mal aufs Neue wieder erkämpft werden muss und dass wir deswegen auch gerade an den Schulen bei den Erstwählerinnen und Erstwählern sehr, sehr, glaube ich, dafür werben können mit unserer Botschaft, dass Europa bedeutet Freiheit und gleiche Rechte und Selbstbestimmung. Und da haben wir sehr große Erfolge jetzt erzielt, aber wir werden das bei der Europawahl auch mit Werf weiter tun müssen, damit die rechten Menschenfeinde mit ihrer autoritären Politik nicht gewinnen. Vielen Dank, dass Sie da zusammen kämpfen. Vielen Dank, Sven. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf zu uns spricht, Irina Schumm. Frau Schumm, Sie haben das Wort. Ich sage auch, liebe Freundinnen und Freunde der Ukraine, es ist mir wirklich eine große Ehre, hier dabei zu sein. Und zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken für dieses Zeichen der Solidarität und dass Sie wirklich täglich mit den Ukrainerinnen und Ukrainern persönlich sprechen, dass Sie immer wieder bei den ukrainischen Demonstrationen sind, dass Sie mit den Menschen in der Ukraine sprechen, durch Städtepartnerschaften. Das ist uns sehr wichtig. Das registrieren unsere, meine Landsleute. Und wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Dankeschön. Ich spreche heute mit Ihnen, vor Ihnen zu der Lage in meinem Land. Der große Krieg in Europa in seiner heißesten Phase dauert schon 780 Tage. 26% meines Landes ist zurzeit besetzt, ein Viertel. Die russischen Streitkräften sind seit Oktober 2023 in der Offensive. Heute sind 470.000 Menschen aus Russland auf dem Territorium der Ukraine stationiert. Russland hat seit 24. Februar 2022 450.000 Soldaten tot und verletzt verloren. Aber es ist leider zu erwarten, dass sie noch mehr mobilisieren werden und dass sie weiter angreifen werden. Die russischen Truppen verstoßen brutal gegen Chemiewaffenübereinkommen. Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben bereits 1412 Fälle des Einsatzes von Munition mit giftigen Chemikalien registriert. Die russischen Streitkräfte haben in nur drei Monaten dieses Jahres 3.500 Bomben auf die Stellungen, gelenkte Bomben auf die Stellungen der Ukraine abgeworfen. Und das ist 16 Mal mehr als im Jahr 2023. Die Rekordzahl der russischen Drohnen operiert jetzt entlang der Frontlinie. Trotz allen diesen Einsätze ist es den Russen nicht gelungen, die strategischen Erfolge zu erzielen. Dank der heldenhaften Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und dank der Unterstützung von unseren Freunden und Partnern. Es ist sehr wichtig, dass die Ukraine in der Lage ist, sich weiter zu verteidigen. Nicht nur für uns. Es ist wichtig nicht nur für uns, es ist wichtig für die ganze freie Welt. Wie Minister Kuleba bei der Sicherheitskonferenz in München gesagt hat, wenn die ukrainischen Truppen gezwungen sind, Avdiivka oder eine andere Stadt
zu verlassen, ukrainischer Staat, dann bedeutet das, dass die russischen Streitkräfte näher zu den europäischen Städten, näher zu den europäischen Häusern und näher zu den europäischen Familien sind. Deswegen machen und tun die ukrainischen Streitkräfte heute alles Mögliche, damit diese brutale Aggression sich nicht ausweitet. Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Defensive und machen auch Erfolge in bestimmten Bereichen. Ich war vor kurzem in Leverkusen auf die Einladung von Grünen. Deswegen habe ich auch mich gefreut, wieder die Vertreterinnen und Vertreter hier zu sehen. Und bei diesem, das war zum 24. Februar, und ich hatte einen Bericht über die aktuelle Situation. Am Ende meines Berichtes hat mich ein Mann angesprochen. Und er hat gesagt: Frau Schum, Sie haben gesagt, dass ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte versenkt worden ist. Ja, das ist richtig. Aber mir fehlte noch eine Tatsache. Sie haben nicht gesagt, dass Russland Schwarzmeer zu diesem Zeitpunkt nicht kontrolliert und dass der Rest der Schwarzmeerflotte zurückziehen mussten. Das ist auch ein großer Erfolg für die Streitkräfte und auch die Sicherung, dass die Russen manche Städte nicht mehr treffen können. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Russen weiterhin diese Aggression fortsetzen können. Die haben ihre Wirtschaft umgestellt. Die verwenden jetzt über 7% des Bruttoinlandsproduktes für die Führung des Krieges. Moskau ist weiterhin auf die Verbündeten angewiesen. Nordkorea und Iran beliefern die Russen mit Drohnen und Raketen, die weiterhin die ukrainischen Städte terrorisieren. Russland setzt Terror gegen Zivilbevölkerung in der Ukraine. Und mit gelenkten Luftbomben, die große Schaden verursachen können. Solche Städte wie Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhia sind täglich unter Beschuss. Aber nur 3% der Bomben und Drohnen treffen militärische Ziele. 97%, das sind die zivile Ziele. Und als Ergebnis haben wir heute innerhalb der Ukraine 4,9 Millionen Binnenflüchtlinge aus dem ganzen Land. Über 1 Million in Deutschland. Meine Damen und Herren, es ist offensichtlich, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist kein regionaler Konflikt. Das ist ein zivilisatorischer Konflikt. Die demokratische Ukraine führt einen Unabhängigkeitskampf gegen den russischen Neokolonialismus, verkörpert durch ein autoritäres Regime. Dieses Regime spricht der unabhängigen Nation Existenzrecht ab und versucht, die Weltordnung basierend auf Rechtsstaatlichkeit, auf Völkerrecht mit Gewalt zu revidieren. Präsident Zelensky wurde vor kurzem gefragt, wann wird der Krieg zum Ende? Und er hat eine ganz offensichtliche, eine ganz einfache Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Krieg wird erst dann zu Ende, wenn die Ukraine ihn gewinnt. Heute ist es jedem klar, dass Russlands Erfolge es nur zu weiterer Aggression und Expansion motivieren. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben wiederholt bewiesen, dass sie die Besatzer nicht nur abschrecken können, sondern auch diesen Krieg gewinnen, wenn sie eine Unterstützung von der Welt, von den Freunden und Partnern bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die klare Position der Grünen Partei, ihren Mitgliedern, für die Unterstützung der Ukraine bedanken, in Bezug auf die Waffenlieferungen. Sie stehen
Sie stehen immer an der Seite der Freiheit und der Werte. Sie stehen für die gemeinsame, sie stehen für die gemeinsame Werte und Verteidigung der Freiheit. Ich danke für die zahlreichen Projekte und Solidaritätsaktionen. Auch als Teil der Landesregierung. Liebe Mona Neubauer, ich danke ganz herzlich für diesen Besuch in die Ukraine, die Menschen dort registriert haben, für die Partnerschaft, regionale Partnerschaft mit der ukrainischen Region Dnipro. Ich danke Frau Oberbürgermeisterin für diese Partnerschaft mit der Stadt Tschernihiw, die auch vom Anfang an sehr wichtig war für die Moral und für die Resilienz der Menschen dort. Und auch für die Durchführung der Konferenz für den Wiederaufbau im Landtag. Das war uns sehr wichtig. Natürlich, es ist schwierig, viele Entscheidungen zu beeinflussen, wie Waffenlieferungen oder wie makrofinanzielle Hilfe. Aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder an seiner Stelle zum Widerstand der Ukraine auch beitragen kann. Und zwar mit einem eigenen Ukraine-Projekt. Was kann das sein? Das kann eine neue institutionelle Partnerschaft oder eine neue Partnerschaft mit der ukrainischen Zivilgesellschaft sein. Das kann auch eine humanitäre Lieferung sein. Das kann einfach eine ukrainische Fahne auf ihrem Balkon sein. Glauben Sie mir, die Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen und diese Fahnen hier sehen und diese Ausdrücke der Solidarität sehen, die registrieren das und die haben dieses Gefühl, die sind nicht alleine in diesem Krieg. Die haben viele Freunde und Partner, die sie unterstützen. Deswegen zum Schluss. Jeder an seiner Stelle mit kleinen Schritten. Dadurch können wir gemeinsam gewinnen. Das Licht muss die Dunkelheit besiegen, denn die Freiheit hat keine Alternative. Genau. Genau vor einem Jahr, fast vor einem Jahr, sprach unser Präsident hier in Aachen anlässlich der Karlspreisverleihung. In seiner Ansprache hat er folgende Worte gesagt. Gehen Sie auf die Straße. Atmen Sie tief ein. Sie spüren die Luft der Freiheit. Das ist das, wofür wir in der Ukraine kämpfen. Danke für Ihre Unterstützung. Und wie Frau Baerbock gesagt hat, zusammen können wir es schaffen, den Raum der Freiheit und der Unabhängigkeit von Lissabon bis Luhansk zu schaffen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, liebe Irene, vielen Dank, dass du da warst. Du hast gesagt, 870 Tage dauert der Krieg, 870 Tage, wo Putin es nicht geschafft hat, den Freiheitswillen, die Überzeugungskraft und den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainern zu brechen. Und für uns, glaube ich, ein sehr klarer Auftrag, uns ebenfalls nicht brechen zu lassen, so lange der Krieg auch dauert, weiterhin solidarisch mit der Ukraine zu stehen
und der Ukraine das zu geben, damit sie das verteidigen kann, was ihnen am Herzen liegt, nämlich die Freiheit, und was uns auch am Herzen liegen sollte, nämlich die europäische Souveränität. Und wir sind hier in Aachen, das ist die Stadt des europäischen Gedankens. Du hast hier viele Freunde, du hast vor allem hier in dieser Halle unter uns Freunde, denn wir als Grüne NRW stehen solidarisch an eurer Seite und in eurer Mitte. Und auch von meiner Seite aus dem Europäischen Parlament, unsere Solidarität ist ungebrochen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Und um das nochmal sagen zu können, wir können es kaum erwarten, in besseren Zeiten dann zu feiern, wenn ukrainische KollegInnen in das Europäische Parlament einziehen werden. Darauf arbeiten wir gerade alle hin. Ganz vielen Dank für diese Rede. So, wir fahren fort in die Debatte. Und als nächstes haben wir zwei geloste Beiträge, und zwar von Kira Heiden aus dem KV Düsseldorf und Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen. Anschließend folgt ein gesetzter Beitrag unserer Fraktionsvorsitzenden Wiebke Brems. Und dann können sich bereithalten Hanna Rosenbaum vom KV Dortmund und Robin Wagener vom KV Lippe. Kira Heiden, wo bist du? Da ist sie schon. Drei Minuten für dich. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, wie macht man nach so einer Rede weiter? Ist nicht ganz einfach, aber das Glück der Fortuna hat mich jetzt eben an diese Stelle gelost hinter die Honorarkonsulin. Und ich hatte gar nicht vor, hier groß zu sprechen, werdet ihr merken an meiner wenig ausgeklügelten Rede, aber mich brüllt gerade ein Schweigen an bisher. Wir haben gehört an verschiedenen Stellen bereits von verschiedenen Rednerinnen, was wurde erreicht in letzter Zeit, und darauf solle man sich auch besinnen, und das stimmt, man sollte nicht immer nur meckern. Da haben wir gehört, das Selbstbestimmungsgesetz der 219a wurde abgeschafft. Es wurde darauf hingewiesen, dass in Frankreich das Recht auf Abtreibung in die Verfassung geschrieben wurde. Es wurde darauf hingewiesen, dass in Polen dank der neuen Mehrheitsverhältnisse daran gegangen wird, noch die rigiden Abtreibungsgesetze zu ändern. Was war in Deutschland zum gleichen Zeitpunkt? Ich hörte in der Tagesschau irgend sowas wie erste Lesung zum Gesetz zur Verhinderung von Gehsteigbelästigung oder so ähnlich. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde, da fehlt was. Als der Gesetzentwurf zu diesen Gehsteigbelästigungen da debattiert wurde, das erste Mal, als das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten ist und das Cannabisgesetz, hat zugleich mehr oder weniger zeitgleich die Kommission von Expertinnen umfassende Vorschläge zum Thema des künftigen modernen Umgangs mit Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland vorgelegt. Und alle diese Vorschläge laufen darauf hinaus, dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert gehört. Und ich finde, daran sollten wir uns erinnern. Dass seit Jahrzehnten fordern Frauengruppen, fordern Grüne genau das, die Abschaffung des 218 StGB. Und das ist ja auch zwingend, wenn man den Frauen wirklich ihr verfassungsmäßiges Recht auf körperliche Selbstbestimmung geben will. Die Kommission hat hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt keinen Grund zu zögern. Bitte, liebe Bundestagsabgeordnete, geht es an, so wie das Selbstbestimmungsgesetz, ein Grund für viele und wirklich persönlicher Anlass für weniger Leute war zur Freude, so erwarten ganz, ganz viele Frauen, dass Paragraph 218 abgeschafft wird. Wann denn, wenn nicht jetzt? Die Vorarbeiten sind geleistet, die progressive Mehrheit im Bundestag besteht. Worauf noch warten? Ich las in der Zeitung, aus Angst vor weiteren Diskussionen in Debatten in der Gesellschaft, wolle man das nicht angehen. Nein, das ist falsch, das zu tun. Wir haben noch so oft hier plakatiert, was steht da wieder, machen oder sowas. Ne? Machen ist, was zählt. Und ein anderer Spruch aus der Vergangenheit war doch Zukunft, und ich möge hinzufügen, Frauenrechte werden aus Mut gemacht. Paragraph 218 gehört weg. Dies geht ganz besonders an unsere Bundestagsabgeordnete. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde den Saal gerade als ziemlich unruhig. Und vielleicht könnt ihr ein wenig mehr Konzentration walten lassen und vor allem den Rednerinnen und Rednern eure ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen. So,
Robin, du hast das Wort. So, hallo ihr Lieben. Ich glaube, wir sollten mal über Klimaanpassung reden und dafür habe ich ein paar lustige Zahlen mitgebracht. Der März diesen Jahres war in NRW der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das passt ganz gut dazu, weil der Februar war auch der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 2023, ich glaube, ihr könnt es schon erraten, war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das passt ganz gut zu 2022, da war es nämlich genauso warm. Das war nämlich auch das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das bedeutet für NRW, wir haben jetzt schon eine Erwärmung von 1,6 Grad zum Beginn der Wetteraufzeichnung. Das spüren wir auch ganz konkret. Die Messstation in Köln hat 2023 26 Tropennächte gemessen. Also Nächte, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. Das ist ziemlich schlecht. Das ist so einer der Kernfaktoren, woran man messen kann, wie stark die Hitzebelastung ist. 2022 waren es 33 Tropennächte. 2018 waren es 29 Tropennächte. Auch wenn ihr nicht im Erdkunde-LK wart, Köln liegt nicht in den Subtropen. Wenn man diese Zahlen liest, dann ist es, glaube ich, relativ einfach zu sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Und das ist auch richtig, aber das macht uns die ganze Geschichte doch ein bisschen zu einfach. Denn diese Veränderungen sind jetzt da. Und auch wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben, werden diese Veränderungen nicht weggehen. Diese Veränderungen, diese Hitzewellen, diese Starkregenereignisse sind die neue Normalität, mit der wir uns als Gesellschaft und als Partei auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet, wir brauchen Lösungen für diese Probleme, die kommen. Das bedeutet, wir brauchen einen Klimatransformationsfonds, damit wir vor die Krise kommen. Unser Ziel darf es nicht sein, dass wir das Ahrtal und andere Regionen immer wieder aufbauen müssen, sondern dass wir jetzt Geld investieren in präventive Maßnahmen, die dafür sorgen, dass das Ahrtal einfach nicht nochmal passiert. Das bedeutet aber auch, dass wir unseren Städten mehr Geld geben müssen. Denn ein Großteil der Klimaanpassungsmaßnahmen besteht in Städten. Und unsere Städte sind so bankrott, dass viele essentielle Maßnahmen, nicht nur im Bereich der Klimaanpassung, einfach nicht umgesetzt werden können. Die meisten Städte in NRW hangeln sich von Förderprogramm zu Förderprogramm und versuchen irgendwoher Geld zusammenzuklauben und können keine vernünftige, zukunftsfähige Politik machen. Und das müssen wir ändern. Es ist eine grüne Kernkompetenz, Klimapolitik zu machen. Und dazu gehört auch Klimaanpassungspolitik. Das ist eine Welt, die wir nie wollten. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass es nicht so schlimm kommt. Aber die Realität, in der wir leben, ist, es ist so schlimm gekommen. Und dafür brauchen wir als Partei, die sich mit der Zukunft auseinandersetzt, eine nachhaltige Antwort. Vielen herzlichen Dank. Und damit kommen wir jetzt zum gesetzten Redebeitrag der Fraktionsvorsitzenden unserer Landtagsfraktion, Wiebke Brems aus dem KV Gütersloh. Wiebke, bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Frieden, Freiheit und Sicherheit. Diese universellen Werte ziehen sich heute ganz zu Recht durch unsere Debatte. Und seit dem 24. Februar 2022 ist deren Bedeutung für uns alle ja noch viel konkreter geworden als jemals zuvor. Für uns hatte das in Deutschland auch noch weitere konkrete Auswirkungen, besonders in der Energiepolitik. Unsere Abhängigkeit von billigem russischem Gas und die überfällige Abkehr davon bestimmten das politische Handeln seitdem. Und morgen jährt sich die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland. Und trotz dieser vorherigen Debatte um Versorgungssicherheit haben wir genau das geschafft. Und was war das damals für eine Diskussion? Gehen die Lichter bald aus und können wir das alles noch bezahlen? Wo stehen wir heute? Die Versorgungssicherheit ist klar gewährleistet. Die Energiepreise sind sogar wieder gesunken. Und manche können aber ja trotzdem von ihrem wilden Traum von neuen Atomkraftwerken gar nicht mehr ablassen. Aber wir schauen uns doch einfach mal die Realität an. Wo stehen wir gerade? Endlich. Endlich sind wir wieder auf Kurs, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Die Genehmigungszahlen steigen. Nordrhein-Westfalen liegt an der Spitze der Bundesländer, was beispielsweise den Windenergieausbau angeht. Die Solaranlagen boomen. Und es ist aber klar, es braucht uns Grüne im Bund und im Land.
damit der Ausbau noch weiter an Fahrt gewinnt und der vereinbarte Kohleausstieg 2030 auch wirklich gelingt. In Nordrhein-Westfalen haben wir in den letzten Monaten verdammt viel dafür getan. Wir haben beispielsweise die Solarpflicht eingeführt, die stufenweise seit dem 1.1. gilt. Wir haben Vereinfachungen in der Landesbauordnung, im Landesentwicklungsplan gemacht und ein Bürgerenergiegesetz auf den Weg gebracht. Und das alles war harte Arbeit in den Ministerien und im Parlament. Und eins ist klar, ohne uns hätte es das alles niemals gegeben. Trotz dieser und vieler weiterer Erfolge und ja durchaus solider Umfragewerte merken wir doch alle aber trotzdem, dass der Wind uns gegenüber rauer wird. Es wird versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es ohne uns Grüne viel einfacher und leichter wäre. Aber die Augen vor Problemen zu verschließen und zu hoffen, dass das alles schon irgendwie besser wird von alleine, das hat noch nie funktioniert. Diese Denkweise unserer politischen Mitbewerber hat uns doch erst genau in diese Lage gebracht. In guten Zeiten Politik zu machen, das ist einfach. Gute Politik in stürmischen Zeiten zu machen, das braucht Haltung und Mut. Und es braucht uns Grüne. Und es braucht ein gutes Team. Und ich finde, manchmal nehmen wir uns ja alle viel zu selbstverständlich. Aber ich möchte diese Gelegenheit nutzen, allen in der Landtagsfraktion und allen Ministerinnen und Ministern ganz explizit, aber natürlich auch Verena in der Doppelspitze dafür zu danken. Denn nur... Denn nur mit Zusammenhalt, mit Mut und Haltung schaffen wir auch die Herausforderungen, die vor uns liegen. Denn die Zeiten sind schwierig. Große Aufgaben, die viel zu lange nicht angepackt wurden, die liegen jetzt in unserer Verantwortung. Und das bei finanziell engen Spielräumen. Uns ist total bewusst, in welchem Teil erdrückender Lage ihr vor Ort in den Kommunen seid, vor welch schwierigen Entscheidungen ihr steht. Und die wirtschaftliche Lage und die davon abhängigen Steuereinnahmen sorgt auch im Landeshaushalt dafür, dass wir Kürzungen vornehmen müssen und die Situation der Kommunen kaum auffangen können. Das ist die bittere Wahrheit. Und ich will euch einfach keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Denn das ist eben auch ein wichtiges Markenkern unserer grünen Politik. Wahrheiten aussprechen, den Finger in die Wunde legen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und genau das machen wir auch hier. Bei dieser Europawahl dürfen Jugendliche ab 16 das erste Mal wählen. Wir arbeiten gerade auch hart dran, dass das bei der nächsten Landtagswahl dann nämlich auch Realität wird. Und am kommenden Samstag wollen wir im Landtag übrigens ganz konkret auch in den Austausch mit Jugendlichen kommen. Ihr alle habt die Einladung auf euren Stühlen gefunden. Meldet euch unbedingt an, denn beim Jugendkongress in der nächsten Woche am Samstag können nicht nur Erwachsene, sondern Jugendliche in 14 Workshops über Beteiligung, Desinformation, KI oder Sport sich miteinander austauschen. Und ich freue mich, dass wir uns im Landtag mit Jugendlichen über Demokratie und ihre Themen austauschen. Denn unsere Demokratie braucht jede Stimme. Unsere Demokratie braucht jede Verteidigung in Zeiten von plumpem und immer dreisterem Populismus. Und zum Glück sind es in NRW nicht nur wir 27.000 Grünen, die das tun, sondern es sind zum Glück seit den Enthüllungen über die Deportationsfantasien von rechts eine breite Mitte, die in unserer Gesellschaft aufgestanden ist. Und mich stimmt genau das, diese Demonstration, optimistisch, trotz aller Krisen und trotz aller Angriffe. Mich stimmt das optimistisch für unsere Demokratie, für Frieden, Freiheit und für Europa. Aber darauf... Aber darauf ruhen wir uns natürlich nicht aus, denn wir sind die Partei, die gegen Fake News, gegen Populismus, gegen Rechtsextremismus kämpft. Und wir sind die Partei, die für eine starke Demokratie, für Klimaschutz, für eine gute Zukunft, für Gerechtigkeit für alle sich einsetzt. Und für all das braucht es uns und starke Grüne im Europaparlament bis zum Stadtrat. Dankeschön. Herzlichen Dank, Wiebke. Wir fahren fort in der Debatte mit zwei gelosten Beiträgen, und zwar Hanna Rosenbaum aus dem KV Dortmund hat jetzt das Wort, anschließend Robin Wagener. Dann hören wir den gesetzten Beitrag unseres Justizministers Benjamin Limbach. Und dann haben wir noch zwei geloste Redebeiträge,
und zwar die Hanna Hüwe aus dem KV Coesfeld und Gregor Kaiser aus dem KV Olpe. Das heißt, wir befinden uns auf der Zielgerade unserer Debatte und jetzt, Hanna, hast du das Wort. Liebe Freundinnen, machen, was zählt. Ich glaube, für uns ist vollkommen klar, was das bedeutet. Mit zahlreichen Maßnahmen wie dem Ausbau der erneuerbaren Energie machen wir Europa klimaneutral und unabhängig von Autokraten. Wir kämpfen gegen soziale Ungerechtigkeit und wollen Menschen vor Armut und Wohnungslosigkeit schützen. Wie kaum jemand anderes stehen wir für ein vielfältiges, für ein modernes, für ein demokratisches Europa. Wir stellen uns den aktuellen Problemen und präsentieren echte Lösungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse statt stumpfer Parolen. Denn davon hört man an dieser Tage viel zu viele. Die Europawahl ist in 56 Tagen und in den letzten Wochen und Monaten haben wir schon intensiv mitbekommen, auf welche Weise dieser Wahlkampf von einigen anderen Parteien geführt werden soll. Eine Wahl, die eigentlich ein Festtag der Demokratie sein sollte, wird immer mehr zu einem Fest der populistischen Parole, der aggressivsten Schlagzeile, der größten Lüge. Die öffentliche Debatte wird vor allem davon bestimmt, die Sichtweise, die einem gerade passt, möglichst klar und bestimmt vorzutragen, ohne Rücksicht auf die Tatsachen. Desinformation, Fake News, Fake Facts gehören zu den gewaltigsten Problemen auf dieser Welt. Das sehen laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung 84% der Befragten und mehr als die Hälfte der Befragten sagt, dass das Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dabei liegt Desinformation die Tatsache zugrunde, dass Donald Trump wieder Präsident werden könnte. Auf ihr basieren die Umfrageerfolge der AfD und sie ist die Grundlage für den wachsenden Hass auf Jüdinnen und Juden und Israel. Über die Folgen und unsere zwingend gebotene Solidarität wurde heute schon viel gesagt. Ich glaube, es ist klar, wir stehen an der Seite Israels. Und dass Desinformation keine Gefahr ist, die allein von Rechtsextremen ausgeht, sondern sind auch andere politische Kräfte beteiligt. Merz, Söder, Aiwanger, Wagenknecht oder Wissing machen da Mutter mit auf Kosten unserer Demokratie. Kohleverstromung, Atomkraft, Zuwanderung, Bezahlkarte, Fahrverbote sind da nur die jüngsten Beispiele. Und auch hier heißt es für uns, wie immer, machen, was zählt. Um die Verbreitung von Desinformationen einzuschränken, braucht es Strukturen, die die Lage beobachten, analysieren und Gegenmaßnahmen entwickeln. Hier müssen wir noch stärker werden und auch zivilgesellschaftliches Engagement und die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich noch stärker unterstützen. Am Ende ist es allerdings auch jeder von uns gefragt, im Kleinen wie im Großen, beim Widersprechen, aber vor allem auch beim Aufzeigen von Alternativen. Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit. Wir können hier gute, faktenbasierte Ideen präsentieren. Lasst uns bei der kommenden Wahl mit den positiven Geschichten werben und gemeinsam gegen Populismus, Lüge und Desinformation kämpfen. Vielen herzlichen Dank. Robin Wagener, KV Lippe, hat jetzt seine 3 Minuten. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, Svetlana Tichanowskaja. Von ihrem Mann hat sie seit über einem Jahr kein Lebenszeichen mehr gehört. Er sitzt in strengster Isolation vom Diktator Lukaschenka in Belarus eingesperrt, weil er sich für Demokratie eingesetzt hat. Sie selbst ist in Abwesenheit zu einer langen Haftstrafe verurteilt und ist dennoch die Ikone für Freiheit und Demokratie in ihrem Land. Maria Ressa, Friedensnobelpreisträgerin, eine engagierte Journalistin und eine Frau, die sich in den Philippinen unter dem Autokraten Duterte konstant eingesetzt hat für Medienfreiheit, für Menschenrechte und da der Verfolgung ausgesetzt war. Masih Alinejad, eine iranisch-amerikanische Journalistin und Aktivistin für Frauenrechte, für die Rechte von Menschen insgesamt, die im Iran unter diesem schrecklichen Regime der Verfolgung ausgesetzt sind, gefoltert und ermordet werden und weiterhin eine starke Stimme. Spätabends, Freitag, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, alle waren müde und dennoch keinerlei Zeichen von Aufmerksamkeitsverlust im Gespräch mit diesen mutigen Frauen. Das war für mich Highlight der Veranstaltung. Und die Botschaft war vollkommen klar, die wir mitgekriegt haben. Die Demokratien müssen zusammenstehen, denn die Diktaturen tun das schon.
Die Diktaturen tun das und sie sind bei uns aktiv. Ihre Angriffe sind ständige Realität bei uns. Mit Desinformation, man kann auch sagen mit Lügen, das ist das eigentlich richtige Wort dafür. Mit Morden auf europäischem Staatsgebiet. Mit der Unterstützung von Kräften, die nichts weiter im Sinn haben, als unsere Ordnung hier zu hintertreiben. Man kann sie Agenten für Diktaturen nennen oder was immer auch diese drei Buchstaben sonst in dieser rechtsradikalen Partei bedeuten sollen. Aber das ist natürlich, diese Destabilisierung ist nur der kleinste Teil. In anderen Ländern sind die Angriffe der Diktatoren eine Realität, die viele Menschen ständig mit ihrem Leben bezahlen, mit den militärischen Angriffen dieser Tyrannen und Feinde von Demokratie und Menschlichkeit. Es stehen die Europawahlen an. Diese Diktatoren fürchten die Idee Europas. Sie fürchten die Idee von Demokratie und Freiheit und das tun sie zu Recht. Denn sie haben Angst, dass diese Idee vielleicht auch eine Idee sein könnte, die Menschen in ihren Ländern gut finden. Und darum, glaube ich, ist es unsere Stimme, auch in den Monaten, die jetzt kommen, immer wieder diese Idee von Freiheit, von Demokratie, von Sicherheit und Recht hochzuhalten, in der Europäischen Union stark an der Seite aller Menschen zu stehen, die unterdrückt und verfolgt werden und damit genau diese Mission der Menschen zu ehren, das nach innen zu tun und nach außen fest an der Seite aller angegriffenen Demokratien zu stehen. Slava Ukraini, am Yisrael Chai. Vielen Dank, Robin. Und jetzt spricht zu uns der Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Benjamin Limbach. Oh, ist der Robin groß. So. Liebe Freunde. Du kannst das Pult auch hoch und runter schieben, wenn du möchtest, vorne. Nein, das kann das nicht. Ich krieg das hin. Gut. Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das passt jetzt gar nicht, was ich als erstes sage, zu dem, was ich im Rest der Rede sage, aber Lukas Benner hat zu mir gesagt, wenn ich im Bundestag die Bundestagsfraktion lobe, dann soll ich das auch gefälligst mal öffentlich tun, damit es nicht immer nur so aussieht, als wenn ich was kritisieren würde. Und deswegen sage ich nochmal, nicht nur als Justizminister, der sich mit gerichtlichen Verfahren und amtsgerichtlichen Verfahren auskennt, sondern wer mich kennt, weiß, dass mir das ganz persönlich ein sehr wichtiges Anliegen ist. Danke für das Selbstbestimmungsgesetz. Vielen herzlichen Dank. Heute reden wir aber über Europa. Europa, und das ist jetzt häufig schon mehrmals genannt worden und wir werden das heute noch viel hören, das ist der Kontinent, in dem seit vielen Jahrzehnten Frieden herrscht. Und wir sehen im Nahen Osten, wie es sein kann in einer Region, die sich so toll entwickeln könnte, wenn sie den Weg von Europa gehen würde, zu einer Wirtschaftsgemeinschaft und einer Rechtegemeinschaft und einer Wertegemeinschaft. Und wir sehen, wie schlimm das ist, wenn eine einzige Demokratie in einer Region ist, die sich gegen lauter Feinde verteidigen muss. Und wir sehen es genauso in der Ukraine, also weit östlich in Europa, wie schlimm das ist, und welchen Vorteil wir haben in diesem Kontinent, wir in der Europäischen Union, dass wir seit Jahrzehnten stabilen Frieden erleben. Aber es ist nicht nur Frieden als Wert von Europa, es ist Freiheit. Und Freiheit meine ich nicht nur wieder diese Freizügigkeit mit dem Schengen-Raum und dass man überall rumfahren kann, nicht nur die Freiheit des Warenverkehrs, sondern mir ist wichtig natürlich als Justizminister, dass Europa der Grundfreiheiten und der Grundrechte, dass wir verteidigen müssen und dass wir bewahren müssen. Denn diese Gefahren und diese Rechte und diese Freiheiten, es ist heute auch schon betont worden, sie gilt es zu schützen, denn sie sind Gefahren ausgesetzt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass Europa nicht nur ein Europa des Friedens und der Freiheit ist, sondern auch ein Europa der Sicherheit ist. Die Gefahren, die wir haben, sind vielfältig. Wir haben den Rechtspopulismus schon erwähnt, der Grundfreiheiten und Grundrechte beseitigen will, der nicht nur einfach populistisch sein will, sondern die Rechte von Frauen, von Minderheiten, von Migranten beseitigen will und verringern will. Und wir sehen auch, dass das Herzstück Europas, unser EU-Parlament, das wir wählen wollen, auch Gefahren ausgesetzt ist. Wir erinnern den Korruptionsskandal, den wir im Europaparlament gesehen haben. Und wir sehen, dass Korruption, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Funktionieren demokratischer Institutionen wirklich zutiefst gefährdet.
Und es ist wichtig und gut, dass wir als Grüne in diesem Korruptionsskandal immer eine klare Kante gezeigt haben und dass wir den Einfluss von Staaten, von Firmen, von Lobbyisten auf die Arbeit im Europaparlament verringern wollen, damit dort wirklich Freiheit und Demokratie herrscht. Freiheit kann missbraucht werden und Freiheit wird immer missbraucht werden. Und deswegen ist die Freiheit des Warenverkehrs, die Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger, führt auf der anderen Seite auch natürlich zu negativen Konsequenzen. Und damit meine ich die verstärkte, immer stärker werdende, mafiöse, organisierte Kriminalität, die wir in Europa erleben und die wir in NRW, im Herzen Europas, an der Grenze zu anderen Ländern erleben. Ob das der Drogenhandel ist, ob das andere mafiöse Strukturen ist, ob das die Versuche sind, bei uns Geldwäsche zu betreiben. Die Gewinne der organisierten Kriminalität betragen 160 Milliarden Euro und das muss man sich auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, weil diese mafiöse organisierte Kriminalität die Rechtsstaatlichkeit zersetzt, die wir in Europa mühsam über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, müssen wir zu einer besseren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommen. Und wir in NRW machen das auch vor. Und deswegen mal ein Wort an Nancy Faeser und die polizeiliche Kriminalstatistik. Man muss sowas doch nicht benutzen, um wieder Populismen gegen Migrantinnen und Migranten in diesem Land zu verstärken. Man muss doch hier der AfD nicht auch noch meilenweit entgegenkommen und Ängste und Unmut und Hass schüren, sondern man sollte einfach organisierte Kriminalität, die für uns viel, viel, viel gefährlicher ist als alles andere, was Nancy Faeser sonst in den letzten Tagen erwähnt hat, die muss man mal bekämpfen. Und das wäre eine Aufgabe auch für unsere Bundesinnenministerin, hier einfach noch mehr Energie reinzusetzen in grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da kann die Bundesinnenministerin gerne von uns Grünen lernen, nämlich unser Motto, einfach mal machen, was wirklich zählt. Denn wir wollen das und viele mit uns. Und das ist das, was wir nach vorne bringen wollen in diesem Wahlkampf. Dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa in Frieden und Freiheit und Sicherheit leben können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Benjamin. So, bevor wir jetzt die finale Runde der Redebeiträge für die aktuelle politische Lage hören, habt ihr vielleicht schon wahrgenommen, die Antragskommission hat die Boxen leer gemacht, sodass sich jetzt auch Menschen, die gleich beim Leitantrag sprechen wollen, ihre Wortbeiträge einwerfen können in die Boxen. Und jetzt spricht Hanna Hüwe, KV Großfeld. Danach kann der Gregor Kaiser aus dem KV Olpe sich auch schon mal langsam auf den Weg nach vorne machen. Darf ich schon? Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind anstrengende Zeiten. Unter anderem eine Zeit, in der der Wind, der Populismus nicht nur in der großen Welt der Bundes- und Landespolitik weht, sondern auch durch die Gassen unserer Städte und Dörfer zieht. Es ist eine Zeit, in der einfache Antworten auf komplexe Fragen verlockend erscheinen. Doch wir alle wissen, dass diese einfachen Antworten unserer Gesellschaft nicht gerecht werden. Daher will ich mein Wort an dieser Stelle an die Kommunalas und Kommunalos richten. Ihr seid es, die in den verschiedenen Gremien vor Ort sitzen und Tag für Tag mit Überzeugung für unsere demokratischen Werte einstehen. Ihr steckt so viel von eurer Freizeit, eurer Energie und eurer Leidenschaft in das Ehrenamt. Nehmen wir das Beispiel einer kleinen Stadt im ländlichen Raum, im schönen Münsterland, Billerbeck. Ein Ort, in dem es keine AfD gibt, in einem Kreis,
in einem Kreis, dem Kreis Coesfeld, in dem es keine AfD in Parlamenten gibt. Und dennoch versucht der Populismus zu spalten. Es geht um das Thema Windkraft. Es sind demokratische Parteien, die mit falschen Informationen und auf populistische Weise versuchen, Menschen gegen eine Ratsmehrheit aufzubringen. Liebe Kommunalas und Kommunalos, es ist anstrengend, das auszuhalten. Es ist anstrengend, dabei sachlich zu bleiben und es ist frustrierend, wie viel Zeit dabei draufgeht. Danke an euch, dass ihr durchhaltet, dass ihr mit Fakten antwortet, dass ihr versucht, sachlich zu bleiben. Danke, dass ihr euch nicht zurückzieht, sondern jeden Tag aufs Neue euch dafür entscheidet, für unsere Werte und unsere Gemeinschaft zu kämpfen. Ihr seid diejenigen, die Brücken bauen, wo andere Gräben ziehen. Und ihr macht unsere Städte und Gemeinden zu Orten, in denen sich jeder Mensch zugehörig und gehört fühlt. Nur mit euch kann die Landes- und Bundespolitik ihre Arbeit so gut machen. Denn Veränderung beginnt und wirkt vor Ort. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gregor, bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, zu Beginn des Europawahlkampfs, mit dem wir heute hier offiziell beginnen, möchte ich kurz zurückblicken. Wie sind wir ins Jahr gestartet? Was wir erlebt haben, waren starke Proteste der Bäuerinnen und Bauern auf der einen Seite, die uns auch manchmal an die Grenzen gebracht haben und die selbst über Grenzen hinausgegangen sind. Was wir gleichzeitig erlebt haben, ist vor allen Dingen durch die Korrektivrecherche, auch jetzt in der breiten Bevölkerung deutlich gewordene Erkenntnis, wie stark der Rechtspopulismus, der Rechtsradikalismus in diesem Land geworden ist. Immer mehr Rechte, immer mehr Rechtsradikale bekommen in Europa immer mehr Macht, setzen sich durch mit Populismus, wir haben heute schon drüber gesprochen. Und leider geht bei vielen Gesetzesvorhaben auf europäischer Union die EVP mit. Bei der Sustainable Use Regulation im Umweltbereich war es das erste, das Nature Restoration Law ist sehr stark abgeschwächt worden. Die zweite Geschichte, wo die EVP sich die schwierigen Positionen zu eigen gemacht hat, sich gegen Umweltschutz, gegen Naturerhalt gestellt hat. Die Abwicklung des Green Deal ist offensichtlich damit, wovon von der Leyen gestartet ist, Anfang der 2019, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Brachflächen in der Landwirtschaft werden aufgegeben, die sogenannten Glötzstandards werden geschwächt und so weiter und so weiter. Aber was ist denn eigentlich notwendig? Wofür stehen wir, liebe Freundinnen und Freunde? Wir brauchen die Bekämpfung der Klimakrise, ganz massiv und ganz essentiell. Wir brauchen einen stärkeren Umweltschutz, einen stärkeren Naturschutz, um die Biodiversität zu erhalten, die eine existenzielle Lebensgrundlage ist. Wir brauchen mehr Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit. Und dafür brauchen wir gute Ergebnisse. Dafür brauchen wir ein gutes Ergebnis bei der Europawahl, bei den Kommunalwahlen in vielen Ländern, bei den Landtagswahlen. Und dafür, aus meiner Sicht, müssen wir rausgehen. Sandra Stein hat es jetzt eben schon angesprochen. Wir müssen wieder mehr Mitmachpartei werden, Bewegungspartei werden, in die Gespräche mit den Menschen gehen, um auch tiefere Diskurse zu führen, auch zu überlegen, was sind die richtigen Wege, wie können wir die Natur erhalten, die Biodiversität erhalten. Denn wir wollen den Rechten das Wasser abgraben, wir wollen mehr Umwelt, wir wollen mehr Naturschutz, wir wollen die Landwirtschaft, den Wald ökologisieren, wir wollen natürlich auch die Demokratie stärken und die Menschenrechte. Und GEAS ist auch ein anderes Beispiel, wo sich der Diskurs mittlerweile hier verschoben hat. Wir wollen, und das ist, glaube ich, ganz zentral auch für die nächsten 5 Jahre der Europapolitik, ein Wirtschaften in planetaren Grenzen ermöglichen und erreichen. Denn nur dann schaffen wir es, dass wir eine Überlebensfähigkeit, eine Überlebensperspektive auf dieser Erde haben. Da starten wir mit den Kommunalwahlen, zum Beispiel in Thüringen, und da auch gibt es nochmal den Appell, die Parteikolleginnen, die Parteifreunde in den ostdeutschen Ländern zu unterstützen. Das starten wir und geht weiter mit den Europawahlen. Wir in Südwestfalen haben jetzt endlich mal einen Europaabgeordneten mit Jan, leider nur für 3 Monate. Wir wollen, dass das aber so bleibt. Und dafür brauchen wir 19% der Wintermina, eine neue Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen, Frau Schulz. Wir machen weiter mit der Beratung des Leitantrages, den ihr im Netz findet unter dem schönen Titel
gemeinsam machen, was zählt, expandieren in ganz Europa und beginnen mit der Einbringung des Antrags durch das Blühen. Meine lieben Freunde, habt schon heute 8 Wochen vor der Europawahl gemeinsam die Geschichte Europas. Erinnern wir uns noch an Zeiten, an denen wir die Welten der Maße waren? Erinnern wir uns noch, als wir bei der Fahrt in den Italienurlaub in der Sommerhitze an der Grenze standen? Wie toll und wie selbstverständlich ist das, dass wir hier in Aachen beim Spaziergang einen Abstecher machen können, mal eben in Belgien, mal eben in den Niederlanden. Wie selbstverständlich ist die EU Teil unseres Lebens geworden. Wie selbstverständlich nehmen wir unsere neuen Rechte und Gültigkeiten wahr. Könnt ihr euch noch an andere Zeiten erinnern, als ob alles noch nicht so war? Erinnert sich unsere Gesellschaft? Die EU ist an Friedensgespräch. Entstanden in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges heute, zentrale Weltmacht, die Stabilität und Frieden in der Welt schafft. Heute Friedensbotschafterin in Konflikten und Kriegen weit entfernt und in unserer Nachbarschaft. In der Menschheitsgeschichte ist dieser friedliche, politische, soziale, wirtschaftliche Zusammenschluss souveräner Staaten einmalig. Erinnern wir uns. Heute erzählen wir die Geschichte Europas. In Aachen, dieser wunderbaren Stadt an der Grenze, die keine Grenze mehr ist. Wie auch überall sonst in NRW. Hier ist die EU nicht mehr wegzudenken. Die Geschichte Europas ist auch eine Geschichte des Wohlstands. Der Wohlstand, der uns Jahrzehnte getragen hat, der sich jetzt zwangsläufig verändern muss, adaptieren muss für eine Welt, die geprägt ist durch den Klimawandel. Ein europäischer Wohlstand, der unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützt und schätzt. Ein europäischer Wohlstand, der Gerechtigkeit herstellt zwischen Regionen, zwischen Generationen, zwischen Arm und Reich. Ein europäischer Wohlstand, der wie hier im Rheinischen Revier aus ehemaligen Kohleregionen führende Technologiezentren mit hunderten neuen Jobs macht. Wir sagen, die EU ist ein Wohlstandsversprechen. Die Geschichte Europas liegt nicht nur in der Vergangenheit, sie ist auch heute. Sie lebt mitten in den Demokratiedemonstrationen, sie wird dort erzählt, überall auf den Bühnen, auf den Plakaten. Dort, wo Millionen Menschen auf die Straße gehen, um unsere Demokratie zu schützen, um gegen Menschenfeindlichkeit aufzustehen, um Rechtsextremen in unserer Gesellschaft den Kampf anzusagen. Jede und jeder Einzelne von ihnen schreibt diese Geschichte. Diesen Kampf, diesen historischen Kampf, führen wir nicht nur in NRW und nicht nur in Deutschland. Diesen europäischen Kampf gegen Rechtspopulismus führen wir gegen Meloni, gegen Wilders, gegen Le Pen, Orban und natürlich auch gegen die AfD. Rechtsextremen Kräften ist die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Vielfalt, die Toleranz im Weg. Deswegen müssen wir uns vor sie stellen und auch hier in NRW sie immer wieder verteidigen und stärken. Die EU ist ein Demokratieversprechen. Die Geschichte Europas ist eine unvollständige Geschichte. Wir schreiben das nächste Kapitel und wir können selbst entscheiden, ob dieses Kapitel ein gutes Ende hat. Im Klimaschutz sind wir jedenfalls auf einem guten Weg. In Deutschland und vor allem in NRW sind wir auf Kurs, unsere Klimaziele zu erreichen. Wind und Sonne verdrängen Gas, Öl und Kohle. Und doch sagen Wissenschaftlerinnen, sie warnen, wenn wir einen lebenswerten Planeten erhalten wollen, wenn wir die globale Erderwärmung begrenzen wollen, dann sind wir leider nicht schnell genug. Nach dem russischen Angriffskrieg haben wir eine Welle an Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten erlebt und das hat mich auch sehr gerührt. Aber schaffen wir es, diese Solidarität auch Menschen entgegenzubringen, die aus anderen Teilen der Welt kommen? Wir entscheiden es selbst. Die Geschichte Europas ist noch nicht zu Ende erzählt. Sie ist nicht nur Vergangenheit und heute, sie ist auch Zukunft.
Wir Grüne NRW wollen und werden diese Geschichte mitgestalten. In den kommenden 8 Wochen bis zur Europawahl werden wir auf der Straße, auf Veranstaltungen, in den sozialen Medien immer wieder, jeden Tag aufs Neue die Menschen überzeugen. Mit diesem Antrag und unserem Wahlkampfauftakt heute Nachmittag in der Aachener Innenstadt. Da erzählen wir ein Stück europäische Geschichte. Die Geschichte, die lautet: Europa ist mehr als nur Zweckgemeinschaft. Europa ist Zusammenhalt, gemeinsames Anpacken, die Verteidigung unserer Werte, die feste Überzeugung, dass wir gemeinsam stärker sind. Lasst uns heute die Geschichte Europas erzählen. Die Geschichte, die lautet: Europa findet hier statt, mitten in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, Yasgülü. Als nächste Rednerin, wie angekündigt, hören wir jetzt Laura Kraft, gefolgt von Daniel Freund. Und danach kommen wir zu einem gesetzten Redebeitrag von Josephine Paul. Laura, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was bedeutet für euch Europa? Das ist vielleicht das Europa der Werte als Garant von Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das Europa der Verbindung und Zusammenarbeit. Das Europa, das zusammenhält, sei es in der Pandemie, in der Zeitenwende oder wenn es um die gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz des Klimas und unserer Artenvielfalt geht. Als Forschungspolitikerin bedeutet für mich Europa insbesondere auch Innovation und Wissensaustausch. Denn Spitzenforschung, die ermöglicht uns, Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Und das braucht Netzwerke, das braucht Kooperation und eben exzellente Rahmenbedingungen. Und das bedeutet nämlich auch der Weg hin zur technologischeren Souveränität im globalen Wettbewerb. Dazu gehört der gezielte Aufbau von Forschungsinfrastruktur durch EU-Fördermittel und sowie einen effizienten Wissens- und Datentransfer. Und mit Horizon Europe, da stärken wir das europäische Forschungs- und Innovationssystem. Und deshalb ist es auch gut, dass die Bundesregierung unter anderem mit dem Nationalen Aktionsplan für den europäischen Forschungsraum hier mitgeht. Und wir unterstützen das Ganze natürlich auch kräftig in der Koalition, in der Bundestagsfraktion. Und erst kürzlich haben wir zum Beispiel auch einen Antrag zur Internationalisierung und zur Wissenschaftskommunikation beschlossen. Ich möchte aber noch erwähnen, dass es nicht nur für die Forschungsinfrastruktur auskömmliche Finanzierung und Ausstattung braucht. Denn hinter Spitzenforschung und hinter diesem erwähnten Wissenstransfer, da stehen keine Geräte, da stehen vor allen Dingen engagierte Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, Forscher und die brauchen verlässliche Arbeitsbedingungen, damit sie ihre Energie eben nicht für Antragsprosa und mit der Jagd nach Projektmitteln vergeuden müssen, sondern endlich Zeit haben, ihre ganze Energie und Leidenschaft in ihre Forschungsprojekte zu stecken und uns in Richtung Zukunft voranzubringen. Und da müssen wir auch hier in Deutschland noch mehr tun. Denn wir wollen schließlich, dass wir für exzellente Forscherinnen und Forscher attraktiv werden. Und wir schaffen derzeit aber noch nicht die Arbeitsbedingungen und die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die es dafür braucht. Und wir wollen auch attraktiv sein. Wir wollen Spitzenforscherinnen anziehen und nicht verschrecken. Und deshalb müssen wir hier tun und mehr tun. Und ich finde es großartig, dass wir diesen Aspekt der Forschung und der Wissenschaft mit in den Leitantrag aufgenommen haben. Wir reden eigentlich viel zu selten über Bildung und Forschung, auch in einem Kontext. Und vielen Dank an dieser Stelle dafür. Jeder von euch hat vielleicht so seine Europa-Biografie. Ich bin auch ein Teil davon. Ein ganz wichtiges Programm an dieser Stelle, um nicht nur die Geschichte Europas zu erzählen, sondern auch Geschichten Europas, ist das tolle Erasmus-Programm, was so vielen Studierenden Mobilität erlaubt hat. Und ich setze mich da auch für ein, dass wir das noch weiter stärken. Und danke euch einfach auch und bitte darum, dass ihr diesem Leitantrag zustimmt. Danke. Vielen Dank, Laura. Das war eine Punktlandung. Weiter geht's mit Daniel. Und nach dem gesetzten Beitrag von Josephine können sich schon bereithalten Janina Singh aus dem KV Siegen-Wittgenstein und Jan Övelgönne aus dem HSK. Du hast das Wort, Daniel. Liebe Freundinnen und Freunde, Kiew am Freitagabend. Keine einzige Wolke am Himmel. Es ist T-Shirts, Wetter. Die Menschen flanieren, essen Eis, gehen auf die Spielplätze. Was für ein schöner Frühlingsabend. Aber um 19.34 Uhr kommt plötzlich der Alarm auf meinem Telefon und die Sirenen gehen an.
Putin schickt die nächste Runde Raketen auch Richtung Kiew. Ich war eigentlich in der Ukraine, um dort mit der Zivilgesellschaft, der Regierung, vielen Menschen über den Kampf gegen Korruption, gegen oligarchische Strukturen zu sprechen. Aber man merkt natürlich in jedem Gespräch, welcher Tyrannei die Ukrainerinnen immer noch ausgesetzt sind, trotz unserer Unterstützung. Das, was gerade in Kiew, in Sumy, in Kharkiv passiert, ist der stärkste Raketenbeschuss auf zivile Ziele seit Beginn des Krieges vor 2 Jahren. Hyperschallraketen, Drohnen gehen oft ungehindert auf Kraftwerke, auf Wohnhäuser, auf die Infrastruktur nieder. Und die Gefahr ist, dass das, was aktuell wir da eben sehen, der Anfang vom Ende ist. Denn wenn es nicht sehr, sehr schnell viel mehr Luftabwehr für die Ukraine gibt, dann ist im nächsten Winter nicht nur kein Strom, sondern auch keine Heizung. Die meisten in der Ukraine heizen mit Fernwärme. Das wird gerade alles zerschossen. Danke, dass der Bundeskanzler sich jetzt entschieden hat, ein weiteres Patriot-System zu schicken. Aber es stehen über 100 Batterien in Garagen in der Europäischen Union. Und wir müssen der Ukraine das zusichern, dass alle Städte geschützt werden durch unsere Luftabwehr. Die Unterstützung der Ukraine ist so essentiell, weil Hass und Willkür von Putin eben sich nicht nur gegen die Ukraine richten, sondern gegen uns alle, gegen unsere freie Art zu leben, unsere Demokratie, auch unser Europa. Putin nimmt sehr gezielt die Europawahl am 9. Juni ins Visier. Und seine Handlanger, seine gekauften Schergen von Orbán bis zur AfD versuchen eben die EU zu diskreditieren, lahmzulegen oder ganz abzuschaffen. Es ist an uns Demokraten, auch ProeuropäerInnen, immer wieder klarzumachen, dass Frieden, dass Freiheit, dass Flüsse, in denen man wieder schwimmen kann, keine Selbstverständlichkeit sind. Dass Reisefreiheit, dass Erasmus, dass das Umweltrecht, was uns erlaubt hat, die Abholzung des Hambacher Waldes zu verhindern, all das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das haben wir wegen der Europäischen Union. Dass es trotzdem Politiker vor allen Dingen, aber auch PolitikerInnen gibt, die die EU kaputt machen wollen, das macht mich wirklich wütend. Denn ein Zurück zum Europa der Vaterländer, ein Austritt aus der Europäischen Union, was heißt das am Ende für uns? Es ist das Ende von Freiheit, von Demokratie, auch von Wohlstand, wie wir sie kennen. Orbán hat das in Ungarn vorgemacht. Die Brexiteers und Farage haben es in Großbritannien vorgemacht. Es führt zum Verlust von Grundrechten, von Freiheit, zu einem enormen Wohlstandsverlust, wenn man diesem Unsinn folgt. Sie haben damit aber eine Blaupause geschaffen für Demokratie- und Europafeinde überall, die Netzwerke schmieden, von Trump bis Le Pen, von Putin bis zur AfD. Wir Grüne müssen uns dem mit allem, was wir haben, entgegenstellen. Kommst du bitte zum Schluss? Also ich habe es gesagt, dieses Europa, es ist keine Selbstverständlichkeit, aber dass man am 9. Juni die Grünen wählt, das ist natürlich schon eine Selbstverständlichkeit und deshalb lasst uns heute hier ein starkes Signal senden, dass wir jetzt die nächsten 8 Wochen an die Stände, an die Haustüren in diesen Wahlkampf ziehen für ein bärenstarkes grünes Ergebnis, denn die Europäische Union, sie braucht uns Grüne in Verantwortung. Ich freue mich auf diesen Wahlkampf mit euch. Danke. Vielen Dank, Daniel. Nun hören wir unsere Ministerin Josephine Paul. Ich glaube, ich bin mit dem Titel des Ministeriums nicht durch, bevor du das Redepult erreicht hast für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Am 9. Juni wählen wir ein neues Europaparlament und wir bestimmen damit auch maßgeblich mit, in welche Richtung Europa steuert. Und zu Recht wird ja immer wieder in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass viel auf dem Spiel steht angesichts eines europaweit erkennbaren Rechtsrucks, einer Demokratie, die, wir spüren das alle, dass sie massiv unter Druck gesetzt wird und dass Demokratinnen und Demokraten unter Druck gesetzt werden sollen, dass diejenigen, die das Versprechen von Freiheit und Selbstbestimmung verteidigen und vor allem diejenigen, die auf dieses Versprechen, auch auf dieses Versprechen von Schutz angewiesen sind, auf das Versprechen von Selbstbestimmung und Rechtsstaatlichkeit angewiesen sind, dass auch sie massiv unter Druck gesetzt werden sollen.
Europa ist auch ein Versprechen an marginalisierte Gruppen, dass unsere Demokratie nur durch den Schutz aller wirklich eine ganze Demokratie wird. Und deshalb ist es auch wichtig an dieser Stelle, dass unsere Bundestagsfraktion, dass die Bundesregierung auch das Selbstbestimmungsrecht und das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht hat, weil auch das ein wichtiges Signal ist in die europäische Familie hinein, dass wir eben auf alle Gruppen schauen und dass alle Gruppen uns gleich viel wert sind. Liebe Freundinnen und Freunde, am 9. Juni haben wir aber vor allem auch eine Chance. Wir haben die Chance, Hoffnung zu wählen. Etwas, was wir in dieser Zeit vielleicht dringender brauchen, denn je seit der Gründung der Europäischen Union. Und die Europäische Union ist gegründet worden als ein Projekt der Hoffnung auf Frieden und auf ein dauerhaftes, solidarisches Zusammenwachsen der Länder Europas. Und das war nach den Verheerungen zweier Weltkriege im vergangenen Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit, auch nicht angesichts des Menschheitsverbrechens des Holocaust. Und Frieden und Freiheit in Europa sind bis heute keine Selbstverständlichkeit. Wir haben gerade die sehr bewegenden Worte von Irina Schum gehört, die uns nochmal deutlich vor Augen geführt hat, dass der russische Angriff und die Vollinvasion der Ukraine genau dieses Versprechen auf Frieden und auf Freiheit so massiv in Frage stellt, die Souveränität eines Staates in Frage gestellt wird. Und um das aufzugreifen, was Irina Schum gesagt hat, zu sagen, Europa kann genau dieses Licht in dunklen Zeiten sein, Europa kann diese Freiheit sein. Wir wollen das Licht sein, was die Dunkelheit besiegt. Und die Ukraine ist ein Teil dieses hellen Europas, liebe Freundinnen und Freunde. Und Russland und auch die Unterstützer von Russland in Deutschland wollen die freiheitliche Demokratie und sie wollen das freiheitliche Europa zerstören. Und der Angriff auf die Ukraine ist damit auch ein Angriff auf unsere europäischen Werte. Es ist ein Angriff auf uns alle in Europa. Die Europäische Union ist das stärkste Projekt für Frieden und Menschenrechte, das dieser Kontinent je gesehen hat. Und deshalb stehen wir auch in der Verantwortung, dieses Projekt, unser Europa, gegen seine Feinde von innen und außen zu verteidigen. Und Europa ist auch dann gefordert, wenn wir wie in dieser Nacht so schreckliche Nachrichten aus Israel hören, wenn der Iran mit einem völkerrechtswidrigen Angriff Israel beschießt. Wir stehen fest an der Seite Israels und wir sind heute in Gedanken bei den Menschen in Israel. Und wir sehen auch deutlich, dass Israel nicht allein ist. Und wir hoffen sehr, dass die Menschen Israels dieses Signal auch hören, dass sie nicht alleine sind in ihrem Kampf auch für Souveränität und für ihr Selbstbestimmungsrecht. Liebe Freundinnen und Freunde, dazu gehört aber auch, dass wir als Europa die Verantwortung haben, die humanitären Menschenrechte hochzuhalten. Wir geben Menschen Schutz, die vor Krieg, Vertreibung und Verfolgung zu uns fliehen. Und es ist auch unsere grüne Verantwortung, auch in schwierigen Zeiten, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder deutlich zu machen, dass wir für eine solidarische und humanitäre Flüchtlingspolitik in einem geeinten Europa stehen. Und die Menschen in Europa... Die Menschen in Europa nehmen doch auch Europa als ein Projekt wahr. Und das ist wichtig, auch an einem Tag wie heute zu unterstreichen, gerade in einer Stadt und einer Region wie Aachen. Europa ist eben nicht nur dieses entfernte Konstrukt. Europa wird doch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen jeden Tag gelebt. Und alle Menschen, die nach 1995 geboren sind, haben ja wie ganz selbstverständlich erleben dürfen, dass mit dem immer weiter werdenden Schengen-Raum Grenzen auf diesem Kontinent eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und das auszubauen, das zu erhalten, auch das ist die Zukunftschance, die wir am 9. Juni wählen können. Und beim Thema Gestalten und Zukunftschancen und wer mitgestaltet, ist es auch ein ganz wichtiges Signal, dass erstmals auch 16-Jährige bei dieser Wahl wählen dürfen. Denn Europa ist eine Zukunftschance und diejenigen, denen diese Zukunft gehört, die haben jetzt auch endlich eine Stimme, um diese Zukunft mitgestalten zu können. Und auch das ist eine gute Nachricht, die von Europa ausgeht, die wir aber auch nach Europa aussenden, liebe Freundinnen und Freunde. Europa ist ein Projekt der Menschen. Europa ist auch ein Projekt des sozialen Zusammenwachsens. Und deshalb sind auch diese Punkte, die wir im alltäglichen Leben erleben. Es ist schon angesprochen worden, das Erasmus-Programm, was es so vielen jungen Menschen erlaubt, auch in den Austausch zu gehen miteinander, Europa zu erleben, aber Europa eben auch erlebbar zu machen. Und gleichzeitig ist es auch unsere Verantwortung als Grüne herauszustellen, dass Europa auch ein soziales Projekt ist, dass Europa die Sicherung und die Wahrung des Wohlstandes ist. Und das ist auch ein
Soziales Versprechen ist darauf, dass alle Menschen hier gleichberechtigt teilhaben können. Und deswegen freue ich mich darauf, mit euch allen gemeinsam dafür einzutreten, dass wir ein starkes, ein solidarisches, ein freies Europa miteinander nicht nur verteidigen, sondern auch die Hoffnung aussenden, dass Europa genau dieses helle Licht in vielleicht auch derzeit besonders dunklen Zeiten ist. Vielen Dank, Josefine. Nächste Rednerin ist Janina Singh. Liebe Freundinnen und Freunde, was dieses Europa braucht, ist Mut und Zuversicht. Kein naiver Glaube an eine Utopie, sondern die feste Überzeugung, dass wir alles haben, was wir brauchen, um die Herausforderungen, die vor uns stehen, zu meistern. Wenn ein Mann, den wir laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnen dürfen, eine Chance auf den Posten des Ministerpräsidenten hat, wenn Rechtsextreme Deportationspläne schmieden, wenn Asylgesetze immer weiter verschärft werden, dann ist doch ganz klar, dass ein Weiter-so keine Option ist. Der Politikmodus, der darauf hinausläuft, dass wir in Krisenzeiten einfach länger den Kopf in den Sand stecken, muss ein Ende haben. Projektionsflächen zu suchen statt Lösungen. Das haben wir diese Woche jüngst erlebt, als der Verkehrsminister der FDP von Fahrverboten warnt. Auf den Podien, auf denen ich die letzten Wochen unsere Partei als Europakandidatin vertreten durfte, bekam ich oft zu hören, dass wir Grüne nur an Klimaschutz interessiert sind und dass uns die Wirtschaft oder die Sozialpolitik nur zweitrangig interessiert. Was für ein Quatsch. Die langfristigen Kosten der Untätigkeit beim Klimaschutz übersteigen die kurzfristigen Einsparungen bei weitem. Und wir Grüne sind diejenigen, die alle drei Themen im Blick behalten. Die klimaneutrale Modernisierung unserer Wirtschaft und Infrastruktur schafft auch für uns Grüne in NRW, auch für uns in NRW Wohlstand und soziale Sicherheit. Ein revidierendes Green Deal, so wie es die CDU, CSU fordern, oder sogar ein Austritt aus der EU, wie von der AfD herbeigesehnt, wäre ein wirtschaftliches Fiasko. Die USA und China bieten sich gerade ein Wettrennen um den ersten klimaneutralen Wirtschaftsstandort und unsere Zukunftstechnologien und investieren dabei massiv. Als EU dürfen wir nicht nur an der Seitenlinie dabei zusehen und stehen, wir müssen Vorreiterin sein. Liebe Freundinnen und Freunde, es reicht nicht aus, wie andere Parteien nur Widerstand zu leisten. Wir kämpfen aktiv für politische Lösungen, die allen zugutekommen. Wohlstand nicht nur für die wenigen, Wohlstand für die vielen. Europa muss dabei auch ein Ort sein, an dem Demokratie, Geborgenheit und Heimat gelebt werden. Ein Europa für alle, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sozialer Stellung. Lasst uns gemeinsam Mut und Zuversicht zeigen in diesem Europawahlkampf, denn Mut schafft Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun hören wir Jan Ovelgönne aus dem KV Hochsauerlandkreis. Ups. Ich mach's mal etwas höher. Liebe Freundinnen, während wir hier in Deutschland in nahezu epischer Breite, zuweilen mit sehr, sehr viel, manchmal aber auch mit ganz wenig Sachverstand unsere Schuldenbremse diskutieren, wird übernächste Woche in Straßburg kaum öffentlich wahrnehmbar die Reform der europäischen Schuldenregeln abgestimmt. Diese Schuldenregeln atmen den Austeritätsgeist der 1990er Jahre. Disziplinierung und Sparsamkeit. Und sie provozieren auf diese Art und Weise eine Umverteilung von unten nach oben. Die Reform ist notwendig,
weil wir seit der Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumspakts vor fast 30 Jahren merken, dass er eigentlich nur dann funktioniert, wenn er krisenbedingt außer Kraft gesetzt wurde. Die Kommission hat das erkannt und hat in ihrem Vorschlag einen neuen Ansatz gewählt, der den Mitgliedstaaten mehr Zeit einräumt, ihren Schuldenstand zu senken und dabei trotzdem staatliche Investitionen zu schaffen. Leider haben sie aber da die Rechnung ohne unseren ideologiegetriebenen Finanzminister gemacht, der im Rat dafür gekämpft hat, dass nun doch wieder statt der Ermöglichung von Investitionen was im Vordergrund steht? Richtig, die Schuldenreduktion. Hinterlassen wir denn nachfolgenden Generationen doch eine viel zu heiße Welt, eine marode Infrastruktur, kaputte Schulen, aber ey, dafür behalten wir unser AAA-Rating. Was wir auf der anderen Seite allerdings kaum brauchen, denn wir wollen uns ja eh kein Geld leihen. Wir werden in der Fraktion gegen diesen Reformtext stimmen, das steht fest. Aber die Reform wird ziemlich sicher trotzdem verabschiedet sein. Wofür wir deswegen in der nächsten Legislaturperiode kämpfen müssen, ist andere Wege der Finanzierung für Investitionen zu finden, vor denen alle Mitgliedstaaten stehen. Erste Wahl ist dabei eine Investitionskapazität wie der EU-Corona-Fonds, solidarisch finanziert durch gemeinsame Schulden. Und endlich mal die Ausweitung der EU-Eigenmittel. Und wir sollten die Personengruppe stärker an den Finanzierungskosten beteiligen, die die breitesten Schultern von allen hat. Das reichste Prozent unserer Gesellschaft hat in den letzten Jahren ihre Vermögen vervielfachen können, während die allermeisten anderen real schlechter dastehen als vorher. Wenn wir die stärker an der Finanzierung unserer Zukunftsaufgaben in Europa beteiligen, wäre das deswegen nicht nur fair, sondern es würde unsere Gesellschaft einander näher bringen und ganz nebenbei auch die Demokratie stärken. Ein Gedanken wäre das doch wert, oder? Herzlichen Dank, Jan. Wir freuen uns ja immer sehr, wenn wir zu Beginn der Landesparteiräte und der Landesdelegiertenkonferenzen auch neue Mitgliederrekordzahlen verkünden können und die ganzen neuen Mitglieder willkommen heißen können. Und auch heute freuen wir uns natürlich sehr, dass so viele hier sind. Aber mit den Jahren, muss ich gestehen, freue ich mich auch immer mal, wenn ich so Gesichter wieder sehe, die ich schon vor 10, 15, 20 Jahren hier gesehen habe. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt eine davon hier vorne willkommen heißen zu dürfen. Eine der, die schon ihr halbes Leben in dieser Partei verbringen, mit der Partei hier verbringen. Vor 15 Jahren saßen Terry und ich in Berlin gemeinsam am großen Tisch in der Bundesgeschäftsstelle und haben über die Planung für die Europawahl 2009 gesprochen. Terry, komm doch bitte nach oben. Du bist jetzt inzwischen unsere Fraktionsvorsitzende im Europaparlament. Du bist unsere Spitzenkandidatin für die anstehende Wahl. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Oh Gott, jetzt hat Max mich so schön eingeführt. Jetzt bin ich erstmal ganz gerührt und es sind so ganz viele Erinnerungen wieder zurückgekommen von unserer gemeinsamen Zeit im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Aber dazu vielleicht später bei einem Bier noch ein bisschen mehr. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich riesig, hier zu sein in der wundervollen Europastadt Aachen. Nicht nur, weil Aachen eine tolle Stadt ist und eine tolle Oberbürgermeisterin hat, sondern auch einige von euch wissen das, glaube ich, weil ich nicht nur eine politische, sondern auch eine persönliche Beziehung zu dieser Stadt habe, weil mein Papa hier studiert hat. Und mein Papa hat mir just heute Morgen erzählt, dass er hier in der Nähe vom Eurogress in der Spielbank, nachdem er seine Abschlussarbeit abgegeben hatte, mal 175 Mark gewonnen hat und dann alle zum Abendessen eingeladen hat. Und deshalb glaube ich, dass offensichtlich dieser Ort uns Rheinkes irgendwie hold ist und dass deshalb heute eine wunderschöne Rede von mir gehalten werden wird. Hoffen wir es mal.
Nein, im Ernst. Am 9. Juni zur Europawahl, da geht es wirklich um wahnsinnig viel. Ihr wisst, dass wir in den letzten 5 Jahren seit 2019 nach diesem wirklich grandiosen Ergebnis, was wir bei der letzten Europawahl hatten, viel durchgesetzt haben. Es ist heute auch schon erwähnt worden. Wir haben mit dem Green Deal wirklich Geschichte geschrieben, weil wir es geschafft haben, ein Klima- und Umweltpaket auf die Beine zu stellen, was sich wirklich sehen lassen kann. Mit der Reform des europäischen Emissionshandels, dass wir die europäische Wärmewende angestoßen haben, dass wir mit dem Verbrenner aus nicht nur den Klimaschutz im Transportsektor vorangebracht haben, sondern auch, ehrlich gesagt, Planungssicherheit für Unternehmen geschaffen haben, worauf sie sich in den nächsten 10 Jahren einstellen müssen. Und ich finde, wir Grüne, auch wenn wir nicht alles erreicht haben, was wir wollten, wir können trotzdem auf die letzten 5 Jahre in Europa richtig stolz sein. Aber, und das haben einige von euch auch schon erwähnt, der Green Deal, der steht massiv unter Beschuss. Denn gerade die Konservativen haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie den Green Deal zurückdrehen wollen und damit nicht nur eine Katastrophe für den Klimaschutz herbeiführen wollen, sondern ehrlich gesagt auch für den Wirtschaftsstandort Europa. Denn was brauchen die Unternehmen denn gerade? Die eben angesprochene Planungssicherheit, Klarheit, wie sie den Pfad für eine grüne Industrialisierung, für eine grüne Transformation der Wirtschaft bestreiten können. Und natürlich die nötigen Investitionen, die genau das möglich machen. Und was geben Ihnen gerade die Konservativen? Eben keinen klaren Kurs, sondern einen Zickzackkurs. Unsicherheit, wo wir Sicherheit brauchen und eine Wirtschaftspolitik aus dem 20. Jahrhundert. Und eine EVP, die jetzt versucht, all das zurückzudrehen, was eine Spitzenkandidatin, die für Sie jetzt in den Wahlkampf tritt, als ihre Legacy aus dieser Legislaturperiode mitbringt, die bringt keine Lösung, die bringt keine Zukunftskonzepte, sondern die bringt Blockade und Stillstand. Und dagegen werden wir uns in diesem Europawahlkampf stellen. Dabei brauchen wir gerade jetzt die Kraft und die Ausdauer, um weiterzugehen. Und ehrlich gesagt, wir sehen ja auch, wie viel Potenzial es gibt. Nicht nur hier in NRW. Ich war gestern in Niedersachsen, wo immer wieder neue Rekorde der erneuerbaren Energien gebrochen werden. Wir sehen, dass mit der Sonne aus dem Süden Europas, mit der Windenergie aus den Küstenregionen, dass wir diesen Industriestandort Europa stärken können mit Pipelines, mit funktionierenden Schienennetzen, mit Wasserstoffnetzen, die über den Kontinent hinweg gebaut werden. Und deshalb wollen wir als Grüne bei dieser Europawahl für eine gemeinsame europäische Infrastrukturunion kämpfen. Denn das Gegeneinander in der Industriepolitik, das muss endlich ein Ende haben. Wenn wir die grüne Industrialisierung hinbekommen wollen, dann werden wir das nur gemeinsam europäisch schaffen. Gemeinsam europäisch aber schaffen wir es. Aber ehrlich gesagt, ihr wisst das auch, nicht nur aus klimapolitischen und aus wirtschaftspolitischen Gründen, sondern mittlerweile auch immer offensichtlicher aus sicherheitspolitischen Gründen ist der Green Deal für Europa so wichtig. Wir erleben gerade, dass die Welt unsicherer wird mit der brutalen Eskalation gestern nochmal im Nahen Osten, aber auch mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben gesehen, wie angreifbar auch wir uns gemacht haben, weil wir abhängig waren von fossilen Importen, von Leuten wie Wladimir Putin. Und genau deshalb ist der Green Deal gerade ein integraler Bestandteil für eine gemeinsame europäische Sicherheitsstrategie. Weil ja, wir müssen verteidigungs- und außenpolitisch europäisch stärker zusammenarbeiten. Ja, wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik abschaffen. Aber ja, wir müssen auch einen Kontinent bauen, der energiepolitisch auf sich selber setzen kann, der sich selber versorgen kann. Und dafür brauchen wir erneuerbare Energien, dafür brauchen wir die Energiewende und die grüne Transformation unserer Wirtschaft. Deswegen, der Green Deal ist unsere beste Lebensversicherung und unsere beste Sicherheitsstrategie für die nächsten Jahre. Applaus
Der grüne Wohlstand, den wir erneuern wollen, der soll aber nicht nur bei den oberen 10.000 ankommen, sondern auch bei der arbeitenden Bevölkerung, bei den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und auch da muss die Europäische Union mehr tun. Aber auch da haben wir Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht, weil wir sehen, dass auch da in den letzten 5 Jahren einiges passiert ist. Und mit der europäischen Mindestlohnrichtlinie, von der ich lange selber nicht geglaubt hätte, dass wir sie auf Schiene setzen können, dass wir sie hinbekommen können, würde auch in Deutschland, wenn sie umgesetzt wird, der Mindestlohn auf 14 Euro steigen. Und genau das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Dass wir ein soziales Netz bauen in der gesamten Europäischen Union, in dem sich niemand zurückgelassen fühlt. Und das nicht nur für soziale Gerechtigkeit, sondern auch, um unsere Demokratie zu stärken. Und eines ist auch klar, und das hat Jan gerade schon angesprochen, dankenswerterweise, eine Renaissance der Austerität, so wie sie eventuell gerade vor uns steht, die wird uns alle sehr teuer zu stehen kommen. Denn wenn wir jetzt nicht die nötigen Zukunftsinvestitionen, die Investitionen in Infrastruktur, aber auch die Investitionen in unsere soziale Infrastruktur machen können, um den Klimakollaps zu verhindern, um uns im globalen Wettbewerb zu behaupten und um unsere Sicherheit zu gewährleisten, dann wird der Preis, den wir dafür zahlen müssen, am Ende sehr viel höher sein. Deswegen lasst uns jetzt gemeinsam das Geld in die Hand nehmen, um die Investitionen zu machen, die wir brauchen, um eine zukunftswerte, eine gerechtere Europäische Union zu bauen. Es liegt an uns dafür, in diesem Europawahlkampf zu streiten. Und darauf freue ich mich in den nächsten Monaten mit euch. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich aber noch das wahrscheinlich gerade wichtigste Thema ansprechen. Und viele von euch haben es auch schon erwähnt. Ja, es stimmt. Und ich finde, wir können uns nicht davor wegducken. Es kann sein, dass es zu einem massiven Rechtsruck bei diesen Europawahlen kommt. Und das ist für viele Europäerinnen und Europäer nichts Theoretisches. Das ist was, was sehr viele Menschen in der Europäischen Union gerade schon am eigenen Leib ertragen müssen. Das Rechtsextreme, das Faschistische, das rechtsautoritäre Parteien in der eigenen Regierung setzen. Und wir sehen, was genau dann passiert. Die Pressefreiheit wird eingeschränkt, Minderheitenrechte werden eingeschränkt, Rechtsstaatlichkeit wird eingeschränkt. Und auch deshalb, wenn wir uns die Situation in Ländern wie in Ungarn anschauen, wenn wir uns die Situation in Ländern wie Italien anschauen, dann ist das noch ein größerer Ansporn für uns als Grüne, dafür zu kämpfen, dass die Rechten, Rechtsautoritäre, Faschisten, Rechtsextreme in Zukunft im Europäischen Parlament genau gar nichts zu sagen haben werden. Und um genau das zu gewährleisten, werden wir jetzt Widerstand leisten. Wir werden ihre Lügen entlarven. Wir werden für ein positives Bild der Europäischen Union streiten. Wir werden gemeinsam engagierten Wahlkampf machen. Und dann nach dem 9. Juni, und das ist auch ganz klar, werden wir für pro-europäische demokratische Mehrheiten im Europäischen Parlament kämpfen. Denn ja, es ist doch so. Wir Grüne sind Bewegungspartei. Wir sind eng mit der Zivilgesellschaft verbandelt. Aber wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, wenn es darauf ankommt, dann gehen wir in die Verantwortung. Und das zeigen wir in vielen Kommunen, das zeigen wir im Land, das zeigen wir im Bund. Und das wollen wir nach dem 9. Juni auch ganz klar auf europäischer Ebene zeigen. Und dafür braucht es eine starke grüne Fraktion im Europäischen Parlament. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Wahlkampf gemeinsam mit euch. Vielen Dank. Ja, liebe Terry, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag heute auf unserem Landesparteitag.
Wir freuen uns sehr, dass du unsere Fraktionsvorsitzende bist im Europäischen Parlament. Du bist Fraktionsvorsitzende der größten grünen Fraktionen, vor allem auch der größten deutschen Delegation. Von daher glauben wir, dass wir am 9. Juni gemeinsam mit dir als unsere deutsche, als unsere nordrhein-westfälische, deutsche und europäische Spitzenkandidatin auch ein super Ergebnis einfahren werden. Du hast auf jeden Fall dein Heimatlandesverband sehr stark hinter dir. Wir werden jeden Tag auf der Straße für ein super Ergebnis kämpfen, für dich und unsere anderen Kandidatinnen und Kandidaten hier. Von daher großes Dankeschön. Wir freuen uns immer, wenn du hier bist in deinem Heimatlandesverband. Herzlichen Dank. Wir kommen dann zu weiteren gelosten Beiträgen und haben als erste in der Reihenfolge hier Christina Osei aus dem KV Bielefeld. Kommen bitte schon mal nach vorne und danach kann sich Max Lux bereithalten. Drei Minuten, das schaffe ich. Liebe Freundinnen und Freunde, diejenigen von euch, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass der Antrieb, mich politisch zu engagieren, schon immer Demokratie und Vielfalt war. Aufgrund meiner bunten Familie weiß ich, was Benachteiligung ist, Rassismus bedeutet und so weiter. Meine Leidenschaft, das ist die Kulturpolitik. Und genau darüber möchte ich auch heute ganz kurz was sagen. Kulturpolitiker stehen besonders im Fokus der Rechten, weil nämlich die Kulturpolitik ein wahnsinnig gutes Instrument im Kampf gegen Rechts ist. Ich möchte nochmal den alten Heinrich Heine bemühen, der damals sagte, zuerst brennen die Bücher und da, wo die Bücher verbrannt werden, da verbrennt man auch die Menschen. Und ich denke, wenn man heutzutage in den sozialen Medien unterwegs ist, und das bin ich, dann merkt man das ganz besonders. Mein Team und meine Kollegen im Landtag haben mich davon überzeugt, dass es wichtig ist, als Abgeordnete einen TikTok-Kanal zu haben. Das habe ich gemacht und habe auch gleich den ersten Shitstorm bekommen von den Rechten, die es für sich, AfD-Parolen kann ich wegstecken, Beleidigungen über mein Aussehen, über meine Haarfrisur, über meine Figur kann ich alles wegstellen. Aber Bemerkungen wie, die brennen gut, die Grünen, das bringe ich zur Anzeige. Und das dürfen wir uns auf gar keinen Fall gefallen lassen. Wir dürfen nicht nur die reale Welt, sondern auch das Netz nicht den Rechtsradikalen und Rechtsextremisten überlassen. Das ist brandgefährlich. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass natürlich die Kultur, die Rechten werden zuerst die Kultur verändern und die Kunst abschaffen. Die werden sie nach ihren Werten formen und dann werden sie an die Demokratie gehen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. NRW liegt im Herzen von Europa. Und im Herzen von Europa sollte auch eine tolle Kulturpolitik nach ganz Europa ausstrahlen, eine gemeinsame europäische Kulturpolitik. Ich weiß, dass die wirtschaftliche Transformation, die Bekämpfung der Klima- und Biodiversitätskrise wichtige Themen sind, auch die Wirtschaftspolitik. Aber ich möchte euch alle bitten, seht zu, dass wir so ein starkes Ergebnis einfahren, dass wir die Kulturpolitik nicht vernachlässigen. Denn Kulturpolitik ist im Kampf für Demokratie und Freiheit existenziell wichtig. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, Christina. Als nächster hat Max Lux das Wort und danach kann sich Oliver Krischer bereithalten. Guten Tag, ihr Lieben. Wir stehen heute, als wir alle morgens aufgestanden sind, seitdem natürlich an der Seite der Menschen in Israel. Und wir haben die politische Aufgabe, alles dafür zu tun, dass die Menschen in Israel sicher sind vor den terroristischen Angriffen, die gestern das Mullah-Regime im Iran gestartet hat. Aber ich glaube, wir müssen uns heute noch eine weitere Frage stellen. In Europa wollen wir auch an der Seite einer weiteren Gruppe von Menschen stehen und wie viel sind wir bereit dafür zu tun? Wollen wir an der Seite auch endlich der jungen Studenten im Iran stehen, der Studierenden,
denen vom Regime Israel Flaggen vor den Universitäten ausgelegt werden, damit sie mit den Füßen drauftreten sollen und die drum herumlaufen? Wollen wir an der Seite der jungen Frauen stehen, die für ihre Freiheit kämpfen und dafür, dass ihnen das nicht vorgeschrieben wird? Wollen wir an der Seite der überwältigenden Mehrheit im Iran stehen, die auch nur Frieden und Freiheit möchte und die Verständigung im Nahen Osten möchte? Wir Grüne wollen das. Unser Auswärtiges Amt will das und kämpft deshalb in Europa für eine härtere Gangart gegenüber dem Regime. Aber es gibt einen Akteur, der blockiert diese schärfere Gangart. Und das ist der EU-Außenkommissar Borrell. Und deshalb lasst uns heute auch sagen, Herr Borrell, lassen Sie endlich die Blockade für eine härtere, für eine entschiedene Iran-Politik fallen. Die Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden müssen endlich als Terrororganisation gelistet werden, nachdem sie schon die Bochumer Synagoge zum Beispiel mitten in Europa attackiert haben. Und jetzt erst recht, nachdem sie diese destabilisierende Rolle stehen. Wir stehen in der Schuld dieser Menschen im Iran, bei dieser Europawahl gemeinsam dafür zu kämpfen, dass wir endlich Menschenrechte in das Zentrum der europäischen Außenpolitik rücken. Meine Kollegin Hanna Neumann kämpft dafür wunderbar im Europäischen Parlament, Terry und viele, viele weitere Menschen auch. Währenddessen wirft uns in Deutschland die CDU-CSU vor, wir Grüne seien zu wenig entschlossen beim Iran. Ich bin der erste Iran-Berichterstatter bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates seit über einem Jahrzehnt. Und ich kann euch sagen, für eine Änderung der Iran-Politik sind die Konservativen in Europa alles andere als hilfreich. Diese Konservativen haben diese Tradition der Appeasement-Politik gegenüber dem Mullah-Regime zu verantworten. Und wir werden diese Tradition brechen durch das Handeln der Bundesregierung und auch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Dankeschön. Herzlichen Dank. Solange Oliver noch auf dem Weg nach oben ist, sage ich schon die nächsten beiden Gelosten an. Sabine Grützmacher und Julia Eisentraut können sich bereithalten. Oliver, du hast 5 Minuten für einen gesetzten Redebeitrag. Liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir einfach klar, worum es geht bei dieser Europawahl. Müssen wir Demokratie und Freiheit in Europa und ich finde auch als Modell für die gesamte Welt gegen die Feinde im Innern wie im Äußeren verteidigen. Im Innern gegen die Nazis, gegen die AfD, im Äußeren gegen Putin. Und wir müssen das auch, und das macht es schwierig für uns alle, auch tun mit Dingen, die wir alle nicht wollen. Über Waffenlieferungen müssen wir reden. Waffenlieferungen müssen wir tun und wir müssen Entscheidungen treffen. Und Max hat gerade ja auch Dinge gesagt, die für viele nicht ganz einfach sind. Und ich bin wahnsinnig stolz auf diese Partei, weil das, was wir gerade im Tun, steht ja oft nicht oder hat lange Zeit nicht in unserer DNA gestanden. Wir haben viele gesprochen, die zum ersten Mal hier waren, aber ich kann mich an Parteitage und Versammlungen in Nordrhein-Westfalen erinnern. Da wäre so etwas nicht vorstellbar gewesen. Und ich bin stolz darauf, wie klar wir sind, wenn die Generalkonsulin der Ukraine hier spricht, eine klare Botschaft setzt, und diese Partei in aller Eindeutigkeit dahinter steht und eben nicht davon spricht, dass man irgendetwas einfrieren muss, um sich am Ende den Dingen zu entziehen. Und dafür, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich euch danken. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es ist völlig klar, das wird im Fokus dieser Europawahl Auseinandersetzung stehen. Es wird aber auch im Fokus sein müssen, dass wir über die Dinge reden, wie wir den Menschen Europa
erfahrbar machen. Und in Aachen kennen wir das. Wir erleben hier Europa seit vielen Jahren. Wir haben auch erlebt, wie Europa ein Problem war, als es Grenzen hatte. Und deshalb bin ich besonders froh, euch als Verkehrsminister dieses Landes sagen zu können, dass wir in wenigen Wochen, ich hoffe, die Technik der Bahn macht uns keinen Strich durch die Rechnung, den ersten trinationalen Nahverkehrszug, den RE18, hier in Gang setzen können, der die Städte der Euregio Maas-Rhein, nämlich Lüttich, Maastricht und Aachen, miteinander verbindet. Das ist nur ein kleines Teil. Es ist am Ende nur ein kleiner Baustein, es ist aber ein Teil einer Transformation, die in Europa unter dem Begriff Green Deal seit betrieben wird, wo viele Grundlagen geschaffen worden sind. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Und jetzt kann man die Politik von Frau von der Leyen und der Kommission als unzureichend, als zu wenig, zu langsam, zu spät kritisieren. Das ist alles richtig. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn wir wahrnehmen, dass die Europäische Volkspartei, also der europäische Ableger unserer CDU-CSU, gegen Frau von der Leyen und den Green Deal im Moment Wahlkampf macht, da wird doch wieder deutlich, es kommt am Ende auf Bündnis 90 die Grünen an, dass wir gestärkt ins Europaparlament kommen, um das Versprechen einer Nachhaltigkeit von Klimaschutz mit vermehrtem Wohlstand dann am Ende umzusetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist für die nächste Wahlperiode unsere Aufgabe, das in der Europawahl entsprechend hinzubekommen. Und zu dieser Transformation gehört nicht nur der RE18, sondern es gehört die Verkehrspolitik, die Transformation des Verkehrssektors dazu. Und nächste Woche ist Verkehrsministerkonferenz, Nordrhein-Westfalen ist das Vorsitzland. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir eine gute Arbeitssitzung hinkriegen, auch mit dem Bundesverkehrsminister, dass wir ein paar Dinge anpacken, voranbringen. Aber jetzt plötzlich haben wir eine Debatte über Fahrverbote. Ich kann da ehrlich gesagt nur einen Kopf drüber schütteln und mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es Volker Wissing ums Klimaschutzgesetz geht. Da geht es ihm gar nicht drum. Es geht eigentlich nur um eins. Es geht darum, dass nicht immer wieder deutlich wird, dass zu wenig geliefert wird in der Verkehrspolitik, dass mehr passieren muss. Und ich möchte an der Stelle auch die Botschaft loswerden für die Verkehrsministerkonferenz. Da sind 16 Landesverkehrsminister und ein Bundesverkehrsminister, die Dinge anzupacken, statt Popanze und Angstgespenster aufzubauen für die Bevölkerung, stattdessen darüber zu reden, wie kriegen wir in den nächsten Jahren den öffentlichen Verkehr, wie kriegen wir ihn transformiert, wie kriegen wir ihn ausgebaut, wie kriegen wir ihn finanziert. Da gibt es viele auch gute Vorschläge und auch manche Meinungsverschiedenheit. Aber wir müssen endlich in den Diskurs kommen, die Probleme anzupacken, statt sie weiter zu ignorieren. Und genau das ist das Problem. Und das tut der Bundesverkehrsminister. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, muss anders werden. Dankeschön. Danke, Oliver. Als nächstes hat Sabine Grützmacher aus dem Kreisverband Oberberg das Wort. Hallo. Und Julia Eisentraut aus dem KV Lippe ist danach hier oben. Ja, vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, Europa bedeutet für mich berufsbedingt auch immer der Europäische Sozialfonds Plus. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern ist gar nicht klar, wie viel Europa eigentlich erlebbar in der sozialen Arbeit hier vor Ort in Deutschland immer stattfindet. Und der Europäische Sozialfonds Plus, der hat gerade eine Menge zu tun, gerade mit Blick auf Beratung zu Leistungen, weil im Moment gibt es ziemlich viele Leistungen, die sind ziemlich, ziemlich kompliziert. Es gibt den Kinderzuschlag, es gibt Leistungen für Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss. Familien müssen im Schnitt 4 Behörden anlaufen, um Leistung zu bekommen. Und wenn das Einkommen wechselt, dann noch mehr. Bis zu 70% lassen diese Leistung verfallen. Und das sicher nicht, weil sie diese Leistung nicht brauchen.
Ich habe mich gefragt, was mit den anderen 30% ist. Wahrscheinlich haben die ESF-Beratungsstellen oder fähige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Nähe. Und deswegen wäre meine Bitte, lasst uns zum einen viel, viel stärker dafür werben, wie Europa auch jetzt schon vor Ort diesen Menschen hilft. Lasst uns zum anderen aber auch sehr, sehr deutlich machen, dass so engagiert die Projekte und die Mitarbeiterinnen vor Ort sind, befristete Förderprojekte alleine kein Systemproblem lösen. Wir brauchen jetzt tatsächlich wirklich die Bringschuld. Lasst uns für die Kindergrundsicherung gemeinsam kämpfen und lasst uns dabei aber auch immer für die europäische Kindergarantie kämpfen. Und als Finanzpolitikerin lasst mich sagen, wir müssen auch dafür kämpfen, dass das Preisschild nicht immer nur bei der sozialen Gerechtigkeit nachgefragt wird. Wir Grüne, wir werden viel, viel stärker fragen, wo uns eigentlich das Geld verloren geht. Benjamin hat es gerade angesprochen, jedes Jahr verlieren wir gerade in Deutschland über 100 Milliarden Euro. Er wirtschaftet aus Drogen und Menschenhandel und es wird in Deutschland gewaschen. Das ist ein Viertel des Bundeshaushalts und jahrelang galten hier wirklich paradiesische Zustände für Geldwäsche. Es gab kein Immobilienbargeldkaufverbot. Es gab eine händisch arbeitende Financial Intelligence Unit, die Verdachtsmeldungen mit einem Rückstau von sechsstelligen Verdachtsmeldungen bearbeiten musste. Das war ein Wahnsinn. Das haben wir reformiert. Die FIO arbeitet risikobasiert, digital unterstützt mit KI-Elementen und es wird ein FIO-Kontrollgremium geben. Und eine neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche soll zukünftig machen, was uns schützt, nämlich der organisierten Kriminalität das Leben schwer machen. Und das ist unglaublich wichtig, denn gerade haben wir gesehen, dass es eine Backdoor gab, die hätte theoretisch einen Generalschlüssel für hunderte Millionen Rechner darstellen können. Und dank einem Sicherheitsforschenden und 500 Millisekunden Zeitverzögerung ist das aufgefallen. Und das zeigt, dass wir ein großes Problem haben, denn Geldwäsche wird ja auch genutzt, um Terror zu finanzieren. Und Putins Trollarmeen, die arbeiten nicht ehrenamtlich. Und deswegen werden wir europäisch daran arbeiten, der Geldwäsche genau diese Grundlage zu entziehen und dieses Geschäftsmodell zu zerstören. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Während Julia nach vorne kommt, schon mal die Ansage, als nächstes kann Britta sich bereithalten. Und danach haben wir Katrin Henneberger aus dem KV Mönchengladbach und Ophelia Nick aus dem KV Mettmann gelost. Liebe Freundinnen, 69 Minuten. 69 Minuten verbringen junge Menschen zwischen 14 und 29 täglich auf Plattformen wie Instagram, Snapchat und TikTok. 69 Minuten, die vor allem Rechtsextreme und PopulistInnen vereinnahmen, um sie mit Hass, Hetze und demokratiefeindlichen Inhalten zu fluten. Und daran gibt es auf diesen Plattformen kaum mehr ein Vorbeikommen. Und dank Filterblasen kriegen wir nicht mal mit, welche Fake News über uns, über Politik im Allgemeinen und über die Weltsituation verbreitet wird. Und dem stellen wir uns als Grüne auf allen Ebenen entgegen. Auf Landesebene beispielsweise, indem wir die Landeszentrale für politische Bildung stärken, unsere Schulen fit machen im Bereich Medienbildung und auch die Hochschulen in ihrem Engagement für eine demokratische, friedliche und nachhaltige Gesellschaft bestärken. Und auch auf europäischer Ebene, indem wir sicherstellen, dass Forschende Zugang dazu enthalten, wie Social-Media-Plattformen beispielsweise Inhalte ausspielen. Indem wir sicherstellen, dass diese ihre Risiken aufdecken müssen, sich überlegen müssen, welchen Einfluss haben sie dann überhaupt auf Gesellschaft? Welchen schädlichen Einfluss haben sie? Und indem wir immer wieder daran arbeiten, dass die EU nicht im Lobbying der großen Big-Tech-Konzerne untergeht. Doch warum sind Menschen überhaupt so anfällig für Desinformation und Populismus? Wenn man sich die Ergebnisse aus der letzten Mitte-Studie anschaut, geht es viel um die Frage, wie empathisch, wie zugewandt und wie lösungsorientiert wird Politik erlebt. Und das, liebe Freundinnen, das ist doch der Kern grüner Politik, wie wir sie in den letzten Jahren gemacht haben und immer wieder auch in Verantwortung machen. Wir schmieden Bündnisse von Wirtschaft über Wissenschaft bis in die Zivilgesellschaft hinein. Wir erkennen die überlagerten Krisen unserer Zeit an und wir suchen dafür Lösungen, die allen diesen Krisen versucht, gerecht zu werden, während es sich andere einfach leicht machen und auf TikTok überemotionalisierte, einfache Statements raushauen. Und das ist auch der Grund, warum gerade wir im Wahlkampf unglaublich viel Desinformation, Hass, Hetze und Deepfakes ausgesetzt sein werden. Deepfakes über uns, die wir vielleicht nicht einmal mitbekommen, von denen es unglaublich schwer wird, sie zu kontern. Und mit KI-generierten Bildern und Videos wird es umso schwieriger.
Denn Menschen nehmen das, was in Video und Bild festgehalten ist, als viel echter wahr, als das vielleicht mit Statements der Fall ist. Und mit allen Fortschritten in KI-Technologie wird es immer schwieriger zu unterscheiden, ist das ein echter Mensch, ist das ein echtes Bild, ist das wirklich so passiert. Schon in den aktuellen Konflikten und Kriegen weltweit, egal ob das der Angriffskrieg auf die Ukraine ist, der Krieg im Nahen Osten, wird unglaublich viel Desinformation mit KI-Inhalten generiert. Doch was wir Grüne dem entgegenstellen können, passiert nicht nur online. Wir stellen dem Ganzen echte Antworten, echte Lösungen, Empathie auch auf der Straße entgegen. Und es ist so wichtig, dass wir gerade da, wo Menschen entscheiden können, auf der Straße, auf Podiumsveranstaltungen sagen, was wirklich passiert und wie wir die Dinge wirklich angehen wollen. Und das machen wir empathisch, zugewandt und indem wir eben machen, was zählt und dass den Menschen auch in echt da, wo sie entscheiden können, dass es wirklich passiert, auch die Möglichkeit geben. Dankeschön. Danke, Julia. Als nächstes hat Britta Hasselmann das Wort für einen gesetzten Redebeitrag. Danke dir, Max. Liebe Freundinnen und Freunde, gemeinsam machen, was zählt in NRW und in Europa. So ist unser Motto heute überschrieben. Und darum geht's, ja, ganz sicher. Um den ambitionierten Klimaschutz, den Green Deal, die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, die Frage der ökologischen und sozialen Transformation der Unternehmen. Wir wissen ganz genau, worüber wir reden, wenn wir das erwähnen und besprechen hier in Nordrhein-Westfalen. Um den sozialen Zusammenhalt, die Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit, um die Frage der Biodiversität und der nachhaltigen Landwirtschaft, die wir auf jeden Fall von Europa aus gestalten und dann im Bund und in Land und Kommune vor Ort organisieren. Um all diese Fragen geht es bei Europa. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle erkannt haben, was das für einen Wert hat. Aber wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass wir sehr grundsätzlich mit Menschen darüber reden müssen, dass es vor allem um die Frage von Frieden, Freiheit und Sicherheit geht. Und zwar Frieden und Freiheit im Inneren bei uns. Wir haben heute schon oft darüber geredet, was Desinformation, illegale Einflussnahme, Menschenfeindlichkeit, Verachtung gegenüber Menschen, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in unserem Land bedeutet. Und wir alle sind froh, dass so viele Menschen in einer ganz großen Zahl in Ost wie West, in kleinen Städten, in kleinsten Gemeinden, in Großstädten auf die Straße gehen, weil sie plötzlich spüren, dass wir was zu verlieren haben. Unser aller Freiheit. Ja, es geht im allerersten Sinne bei den Korrektivrecherchen und alles, was darum recherchiert wird, um die Frage der Deportationsfantasien von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Aber ich glaube, dass im Kern ganz viele Menschen spüren, dass es um ihre aller Freiheit geht. Dass es um ihre Freundinnen, ihre Nachbarinnen, ihre Angehörigen, ihre Ärztin, die Blumenhändlerin um die Ecke oder der Facharbeiter oder die Facharbeiterin, die Pflegekraft im Krankenhaus geht. Und eigentlich im Kern um uns alle selbst. Und um unsere Freiheit. Und ich finde, darauf gibt es eine einzige Antwort, liebe Freundinnen und Freunde. Wir alle lassen uns diese Freiheit und die Errungenschaften, für die wir in diesem Land gekämpft haben, nie wieder nehmen. Auch nicht von den willfährigen Helfern von Putin, der AfD und anderen rechtsextremen und rechten Netzwerken und Querdenkern und Reichsbürgern und wie sie alle heißen. Nein, für diese Freiheit werden wir einstehen in unserem Land und für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und all die Werte, die uns hier verbinden. Und ich finde, das ist eine starke Botschaft, die uns alle verbindet. Bürgerinnen und Bürger, egal wo sie herkommen, was sie glauben und wer sie sind. Wir zusammen lassen uns diese Freiheit nicht nehmen.
von keinem Rechtsextremen und von keiner AfD-Truppe, wo auch immer sie sind. Und das Gleiche gilt auch für uns in Europa. Also, als ich klein war, musste ich zum Verwandtenbesuch noch einen Kinderpass mitnehmen. Die Verwandten von uns lebten nämlich 8 Kilometer weiter weg in den Niederlanden. Und ich habe in meinem Leben nicht geglaubt, dass wir mit unserer Verantwortung und unserer Geschichte noch einmal in Europa in eine solche Situation kommen, dass Frieden und Sicherheit so gefährdet sind, wie sie es heute sind. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten heute Besuch aus der Ukraine von der Generalkonsulin. Es geht nicht nur um die Ukraine. Ja, um sie geht es zuallererst. Um den Frieden, die Freiheit dieses Landes, das selbstbestimmte Leben, zu dem die Menschen in der Ukraine alles Recht der Welt haben. Aber im Kern geht es um unser aller Frieden und Freiheit und die Sicherheit in Europa. Und ich glaube, darüber müssen wir in diesem Wahlkampf mit Menschen sprechen. Es geht nicht darum, dass sich jede und jeder von uns nicht sehnlicher wünscht als Frieden. Morgen. Putin kann diesen Krieg stoppen, wenn er aufhört zu bomben. Heute noch. Das ist aber nicht der Fall. Er greift ein Land völkerrechtswidrig an, das alles Recht hat, sich zu verteidigen. Und es ist unsere Verantwortung, auch in unserem Interesse von Frieden und Sicherheit, humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen, dieses Land zu unterstützen. Denn es geht um Europa und unser aller Sicherheit und Frieden. Und ich glaube, darüber sollten wir mit vielen Menschen sprechen, auch in diesem Europawahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank, Britta. Nun kommen wir zum gelosten Beitrag von Katrin Henneberger. Liebe Freundinnen und Freunde, auf der letzten UN-Klimakonferenz haben wir eine Abkehr von den Fossilen beschlossen. Und wer sich jetzt wundert, ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Leider nein, wir haben 28 Konferenzen, wir haben 28 Jahre dafür gebraucht, um uns als Weltgemeinschaft genau darauf zu einigen. Und da sieht man, auch gerade auf der letzten UN-Klimakonferenz, wie sensibel die Machtverhältnisse sind für Klimagerechtigkeit. Denn was ich immer wieder auf den Konferenzen erlebe, ist, dass natürlich sehr stark die fossile Industrie vertreten ist. Aber die Perspektiven derer, die am stärksten betroffen sind, am wenigsten am Entscheidungstisch sitzen. Und es war erst dank auch der Verhandlungsführung von Annalena Baerbock für die Europäische Verhandlungsgruppe in Zusammenschluss mit anderen progressiven Regierungen wie Petro in Kolumbien, als auch mit anderen progressiven zivilgesellschaftlichen Strukturen möglich, dass dieser Schritt gemacht worden ist. Und jetzt stehen wir davor, dass gegebenenfalls das Europäische Parlament in rechtsextreme Hände fällt. Mit absurden Auswirkungen auch auf die Klimapolitik. Denn das, was ich immer auch im Bundestag erlebe, ist, dass die AfD dann von rechts reinruft, nein, es gibt nicht die menschengemachte Klimakrise. Was ein wenig absurd ist, weil sie auf der anderen Seite aber selbstverständlich annehmen, dass es natürlich Klimawandelprozesse gibt, aber es ist nicht menschengemacht. Und was wir als Antwort darauf finden müssen, ist natürlich, dass wir dem sehr klar entgegengehen, als auch, dass wir klar es entzaubern. Denn Klimaleugner aus dem rechtsextremen Bereich, die machen dies, weil die Antwort auf die Klimakrise natürlich der Aufbau einer globalen, solidarischen Weltgemeinschaft ist. Weil die Antwort auf die Klimakrise nicht nur technologische Lösungen sind, sondern auch eine Stärkung der Demokratie, eine Stärkung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, eine Stärkung von Teilhabe.
auch die Stärkung von einem sehr starken Sozialstaat, der aushält, was die Klimakrise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns bereithält. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt die nächsten Wochen alles geben, damit wir im Europaparlament eben keinen Rechtsruck erleben, dass er nicht in die Hände fällt von menschenverachtenden Politikerinnen, von Politikerinnen, die die Klimakrise leugnen, und dass wir alles dafür geben, progressive Bündnisse weiter global als auch auf europäischer Ebene voranzubringen, damit wir eben eine solidarische Weltgemeinschaft als Antwort auf die Klimakrise aufbauen und selbstverständlich alle Fossilen im Boden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin. Nächste Rednerin ist Ophelia Mnick. Dann folgt der gesetzte Redebeitrag von Laura Alderath als Sprecherin der Grünen Jugend NRW. Danach haben wir die zwei letzten Rednerinnen für heute gelost. Bereithalten können sich Andrea Piro und Irene Mihalic. Ups. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, im Moment kann man sich wirklich die Augen reiben, was in Europa gerade los ist in der Agrarpolitik. In einer nie dagewesenen Geschwindigkeit werden da gerade Änderungen gemacht. Änderungen, was Bürokratieanbau angeht, und das kann man ja auch wirklich nur unterstützen, aber auf der anderen Seite auch Änderungen, was Standard angeht. Da geht es um Grünland, da geht es um wichtige Strukturelemente in der Landschaft, und das ist dramatisch. Der Grund, weshalb wirklich in dieser nie dagewesenen Geschwindigkeit, denn das soll jetzt alles noch hier in diesem Monat passieren, im April abgeschlossen werden, waren natürlich die europaweiten Bauernproteste. Die Bauernproteste, wo auch Entscheidungen der Bundesregierung vor Weihnachten verantwortlich waren, Stichwort Agrardiesel, Kfz-Besteuerung, aber natürlich auch wirklich eine überbordende Bürokratie, dass selbst so die Verwaltungen in die Knie gehen und sagen, das ist zu viel, da müssen wir was ändern. Und eine Sache muss man auch wissen, auch Putin spielt unheimlich rein in die Agrarpolitik. Zu Beginn des Krieges hat er ja durch Verknappung von Weizen und anderen Getreiden natürlich zu einem extremen Anstieg geführt des Preises, was dramatisch ist, gerade für eben den globalen Süden. Und jetzt wiederum, durch 2 Jahre unglaublich gute Ernte in Russland, überschüttet er den Weltmarkt. Das bedeutet niedrige Preise. Und auch das sind die Gründe, wieso in Polen eben so viele Bauernproteste waren. Und Fake News, dann heißt es, ist die Ukraine. Und da müssen wir eben unheimlich gegenhalten, dass auch ganz klar weiterhin die Solidarität gegenüber der Ukraine ist, gegenüber dem wichtigen Zweig der Landwirtschaft. Ja, was ist jetzt wichtig? Und das ist ja auch das Thema des Leitantrages in Europa. Die GAP nach 27 ist der große Hebel, um tatsächlich die Landwirtschaft, wie wir Grüne sie immer wollen, für die wir gekämpft haben, dass wir eben da große Änderungen machen. Wir haben immer abgelehnt, dass es um die Fläche geht, sondern dass wir wirklich darum Artenschutz, Tierschutz, Klimaschutz, sauberes Wasser, dass das wirklich die Leistungen bezahlt werden. Und die Chance haben wir jetzt. Und die müssen wir auch ergreifen. Denn wir müssen wissen, es wird eine Nachkriegsagrarpolitik. Wir werden die Ukraine integrieren müssen in die EU. Wir werden aber auch die Balkanstaaten mit einer kleinen bäuerlichen Landwirtschaft integrieren müssen. Und da müssen wir zu Leistung gehen. Und das ist ja eben auch das Wichtige, dass wir wirklich Bäuerinnen und Bauern dafür bezahlen, dass sie Klimaschutz machen, dass sie Artenschutz machen, dass sie Tierschutz machen und dass sie sich eben für sauberes Wasser einsetzen. Und das machen wir auch gut auf unserer Ebene, dass wir die Menschen wirklich mitziehen. Also unser Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, wo wir Transparenz machen, unsere Ernährungsstrategie. All das sind Themen, wo wir die Menschen mitnehmen, wo wir mehr Regionalität, mehr biologische Landwirtschaft, all das fördern. Und das ist eben wichtig. Und da zeigen wir, wie wir es machen können. Und das schwappt dann eben auch in die EU rüber. Das heißt, die EU und die EU-Politik von uns Grünen, die heißt wirklich Menschen mitnehmen, Menschen motivieren. Und wir sehen auch in vielen Gesprächen, dass sie sagen, nicht vom Bauernverband, aber in den Gesprächen, die man dann untereinander hat, weil ihr habt, glaube ich, alle erlebt, wie das bedeutet, wenn man mit Bäuerinnen und Bauern spricht, dass sie sagen, ihr Grüne, ihr steht eigentlich für eine bäuerliche Landwirtschaft, ihr steht an der Seite von uns Bäuerinnen und Bauern, die auch was bewegen wollen. Dafür stehen wir,
auf Landes-, auf Bundes- und auch auf EU-Ebene. Und es ist so wichtig, dass wir weiter dafür kämpfen, dass unsere Lebensgrundlagen von heute und von morgen geschützt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Ophelia. Als nächste Rednerin hat jetzt Laura Alderath das Wort. Die EU, das bist du. So lautet ein Werbeslogan der Europäischen Kommission, um Kindern und Jugendlichen die Vielfalt und die Bedeutung der EU nahezubringen. Die EU, was bist du? Als ich diese Rede geschrieben habe, habe ich verschiedene Menschen gefragt, was die EU eigentlich für sie bedeutet. Erstens, Europa bedeutet Frieden, Schutz und Sicherheit. Zweitens, Europa bedeutet Freiheit. Die Freiheit zu leben, wo man will, die Freiheit zu arbeiten und zu reisen, wohin man will. Drittens, Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt. Als einzelnes Land nicht alleine zu stehen, sondern verlässliche Partner an seiner Seite zu haben und gemeinsam auf Krisen reagieren zu können. Aber Europa bedeutet nicht nur das. 1951 wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, um Krieg zu verhindern. Und ja, in weiten Teilen Europas gab es seitdem Frieden, für den wir dankbar sein können. Aber wir dürfen nicht vergessen, Griechenland, Nordirland, Zypern, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Transnistrien, Tschechien, Kosovo, Mazedonien, Georgien, Ostukraine, Bergkarabach, Ukraine. Europa bedeutet nicht nur Frieden. In all diesen Ländern gab und gibt es Krieg. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Europa bedeutet auch Frieden für einzelne Menschen. Ein Asylsystem, das nicht funktioniert und Menschen im Mittelmeer sterben lässt. Europas Abschottungspolitik tötet und feiert 2023 einen traurigen Höhepunkt. Letztes Jahr sind mehr Menschen auf der Flucht im Mittelmeer verstorben oder verschollen als in den letzten 5 Jahren zuvor. 2756 Tote oder Vermisste verzeichnet die International Organization for Migration für das Jahr 2023. Und die Friedensnobelpreisträgerin EU schaut tatenlos dabei zu. Aber Europa bedeutet nicht nur Frieden, sondern auch Freiheit für einzelne Menschen. 2/3 der Menschen trauen sich in der EU nicht, Händchen zu halten. Jeder 2. erlebt Diskriminierung und 1/5 sogar körperliche Gewalt. In Ungarn wird die Darstellung von LGBTQ-Menschen und Berichterstattung über queere Themen in den Medien und allen Orten, an denen sich Kinder aufhalten könnten, verboten. In Italien wird bei lesbischen Elternpaaren eine Mutter aus dem Register gestrichen. In Polen gibt es weder gleichgeschlechtliche Ehen noch Adoptionsrecht und dafür LGBT-freie Zonen. Und auch in Deutschland sind queere Menschen nicht sicher, wie der Fall Malte C. in Münster schmerzlich gezeigt hat. Europa bedeutet nicht nur Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt, sondern auch massive Armut. In 15% aller Beschäftigungsverhältnisse in der EU wird ein Gehalt unter der Niedriglohngrenze gezahlt. Über 140 Millionen Menschen in Europa sind von Armut betroffen. Und gerade jetzt sehen wir, dass Europa immer weiter nach rechts rückt und in ganz Europa rechte PolitikerInnen an Macht gewinnen. In Italien wird das Bürgergeld abgeschafft, in Frankreich mit den Stimmen der Rechten ein neues Einwanderungsgesetz verabschiedet und in Deutschland plant die AfD mit anderen Nazis die Deportation von Millionen Menschen. Während Menschen als Konsequenz der Politik der letzten Jahrzehnte zu Recht verunsichert sind, Abstiegsängste haben und sich Sicherheit und Stabilität wünschen, inszeniert die politische Rechte einen Konflikt zwischen innen und außen. Aber als Grüne wissen wir, dieser Konflikt, der besteht nicht zwischen innen und außen. Es ist nicht zu wenig Geld für wirksamen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit da, sondern es ist falsch verteilt. Während die einen immer reicher werden, leben Millionen Menschen in Europa in Armut, sozialer Unsicherheit und in Angst vor der Klimakrise. Für eine gerechte Gesellschaft, für echte Solidarität braucht es ein gerechtes Steuer- und Finanzsystem. Der Leitantrag heute heißt, gemeinsam machen, was zählt, in NRW und in ganz Europa.
Gemeinsam machen, was zählt, heißt für uns als Grüne Jugend aber auch, dass wir die Mieten in ganz Europa deckeln. Dass wir, egal ob Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser oder Energieversorgung, dafür sorgen, dass unsere Grundbedürfnisse nicht privatisiert werden. Dass die Tarifbindung und die betriebliche Mitbestimmung in ganz Europa gestärkt und ein allgemein verbindlicher Mindestlohn eingeführt wird. Dass wir Queerfeindlichkeit sanktionieren und echte Selbstbestimmung für alle sicherstellen. Damit Europa dann auch wirklich Frieden, Freiheit und Solidarität für alle bedeutet. Vielen Dank, Laura. Nun kommen wir zu Andrea Piro aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Boah. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder anfange zu... Entschuldigung, aber ich bin ja nicht so affin mit dem... So, ich darf anfangen. Gut, kannst loslegen. Ich werde wahrscheinlich auch früher fertig sein. Ich weiß nicht, wer mich nicht kennt, ich bin ja seit über 10 Jahren in der Behindertenpolitik aktiv, weil ich selbst halt auch behindert bin. Und habe mir das dann halt angeguckt und hat schon überlegt, ob ich einen Antrag stellen sollte, weil wir sind ja... Wir wollen ja viel, viel mehr haben, als jetzt einfach nur mit dem Bus fahren zu dürfen, sondern wir wollen ja überall hin als Menschen mit Behinderung. Aber dann dachte ich, wenn ich jetzt hingehe und stelle da noch Anträge dazu, dann kommen die anderen auch nochmal. Jeder hat ja so seine Sachen, die er gerne mit reinpacken will. Und da dachte ich, dann können wir auch gleich das komplette Programm hier mit reinpacken. Ich bin so dankbar, dass unsere BAG-Behindertenpolitik im Prinzip alle unsere Punkte in das Europawahlprogramm halt mit reingepackt hat und möchte einfach nur euch ein kleines bisschen auf meine 3 Punkte halt hinweisen, wenn ihr nachher hingeht, dass ihr da vielleicht mal lest, wenn ihr die nächsten Jahre die nächsten Wochen auf die Straße geht, dass ihr das vielleicht auch noch wisst, weil es liest ja keiner die 111 Seiten. Wir haben es schon so. Also wir stehen ganz viel drin. Was ich toll finde, ist der Artikel Wohnen bezahlbar machen. Es gibt mittlerweile immer noch so viele Menschen, die auf der Straße sind und keine Wohnung haben. Und bis 2030 hat sich die EU dann halt verpflichtet, dass sie tatsächlich für jeden Menschen eine Wohnung haben. Das finde ich total super, gerade wenn man so durch Köln geht oder irgendwas, wie viele Menschen da auf der Straße leben. Das ist für mich, darüber redet ja kaum einer von uns Grünen, wie wir den Menschen helfen können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir hier wieder stehen, Bundestagswahlprogramm, das Ganze mal ein bisschen früher angehen könnten. Das würde mir sehr viel helfen. Den zweiten Punkt, den ich halt auch sehr wichtig finde, den ihr vielleicht bitte mal durchlest, ich lese den jetzt nicht vor, ich habe ja nicht viel Zeit, Seite 60, für ein altersgerechtes Europa. Das heißt, wir werden ja jetzt alle älter, das heißt, wir brauchen dann halt auch, wir werden ja dann auch, müssen auch eventuell in ein Altersheim reingehen oder sonstige Sachen und da gibt es halt auch, ja, stehen halt sehr, sehr viele gute Sachen drin. Und dann halte ich auch schon Schluss. Also bitte schaut euch die beiden Artikel nochmal drin an und guckt mal, ob ihr da gemeinsam mit uns irgendwas dran machen könnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Andrea. Als letzte Rednerin in dieser Debatte hören wir jetzt Irene Mihalic aus Gelsenkirchen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute schon viel darüber gesprochen, dass die bevorstehende Europawahl anders wird. Und auch der Wahlkampf wird ein anderer, denn diesmal konkurrieren wir nicht nur um WählerInnenstimmen, sondern wir befinden uns mitten in einem erbarmungslosen Kampf um unsere Freiheit und um den Erhalt der Demokratie. Und auch das haben schon verschiedene Rednerinnen und Redner von uns angesprochen, dass Russland einen wirklich brutalen und militärischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, aber eben auch gleichzeitig am laufenden Band hybride Angriffe gegen Deutschland und Europa durchführt, um unsere Demokratie und die Gesellschaft zu destabilisieren. Und das können wir nicht akzeptieren und darauf müssen wir uns vorbereiten, liebe Freundinnen und Freunde, gerade angesichts dieser so wichtigen Wahl, wo wir so viel zu verteidigen haben. Es geht
um einen Krieg, der im Informationsraum gegen uns geführt wird und für den Wladimir Putin willige Helfer hat. Auch darüber haben wir schon gesprochen mit der AfD, die eben nicht nachlässt und wo immer neue Recherchen zutage fördern, dass die AfD eben fest eingebunden ist in die Strategien des Kremls und in dessen hybride Kriegsmaschinerie. Mit Desinformationen, mit Fake News, mit Relativierungen, Gegenerzählungen, ja sogar mit der Unterwanderung von Protesten, mit der Aufwiegelung von Teilen unserer Gesellschaft. All das hat zum Ziel, die Demokratie zu destabilisieren und Europa in seinem Herzen zu spalten. Liebe Freundinnen und Freunde, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir stellen uns dem ganz klar und unmissverständlich entgegen. Auf europäischer Ebene und im Deutschen Bundestag werden wir dafür Vorsorge treffen und haben auch schon Vorsorge getroffen. Wir haben das digitale Dienstegesetz auf den Weg gebracht, damit die Plattformen im Netz besser reguliert werden können und nicht immer nur der Hass nach oben gespült wird, sondern auch mal vernünftige Botschaften. Das ist ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen Desinformation und Einflussnahme. Und noch eine ganze Reihe anderer Gesetze, auch die vielleicht nicht auf den ersten Blick irgendwie besonders erwähnenswert erscheinen. Aber wenn man mal die Reform des Parteienrechts zum Beispiel nimmt oder auch die Stiftungsfinanzierung, bei der wir eben dafür sorgen, dass bei der AfD der Rubel eben nicht mehr so leicht rollen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es geht auch darum, dass wir uns den Raum unserer Debatten hier zurückerkämpfen, damit endlich wieder Argumente zählen und das Ringen um die beste politische Lösung für mehr Klimaschutz, europäische Solidarität, Mobilität, aber auch soziale Sicherheit. Und deshalb werden wir nicht zulassen, dass Destabilisierungsversuche und Einflussnahmekampagnen autoritärer Staaten Erfolg haben. Wir lassen nicht zu, dass russische Propaganda durch die Pipelines der AfD in unsere Gesellschaft gespült wird, so wie früher das Gas durch Nord Stream. Und deshalb sind wir wachsam, wir sind vorbereitet und wir entlarven die Machenschaften der Autokraten überall, wo sie uns begegnen. Liebe Freundinnen und Freunde, bei dieser Wahl, ich habe es schon gesagt, geht es um nichts weniger als den Erhalt von Frieden und Freiheit in Europa. Und wir sind bereit, bei allem Wettbewerb mit den anderen demokratischen Parteien gemeinsam unsere Kräfte zu mobilisieren und uns den Autokraten dieser Welt und ihren willigen Helfern entgegenzustellen. Wir lassen uns unser Europa und die Demokratie nicht kaputt machen. Vielen Dank, Irene. Damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Es lag ein Änderungsantrag zu diesem Antrag vor, der mit einer modifizierten Übernahme übernommen wurde. Und ich frage nun, gibt es noch den Wunsch, zu diesem Antrag eine Gegenrede zu halten? Das ist nicht der Fall, sodass wir zur Abstimmung kommen können. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Keine, ne? Nee, super. Keine. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir dürfen uns an dieser Stelle verabschieden und Raul Rosbach das Wort erteilen, der euch nun in einen Sommertag schicken möchte, glaube ich. Ja, vielen Dank. Und ich möchte euch vor allem natürlich in einen Sommertag bei unserer jetzt anstehenden Wahlkampfveranstaltung schicken, also noch ein bisschen des Sommertages mit euch zusammen verbringen und würde mich freuen, wenn wir uns gleich hier gemeinsam auf den Weg machen. Wir haben jetzt übrigens, also wir würden gleich noch ein Foto auf der, also das zu den Regieanweisungen, Foto vorne auf der Treppe machen. Das machen wir um 16 Uhr und dann gehen wir auch los. Ihr habt also gleich ein bisschen Zeit, eure Sachen zusammenzuräumen, noch das eine oder andere kleine Pläuschchen zu halten. Dann würden wir aber zügig rübergehen. Das zu den Regieanweisungen, was wir heute noch vorhaben, um dann eben gemeinsam, wie wir es gerade miteinander besprochen haben, in diesen so wichtigen Wahlkampf einzusteigen, hier alle zusammen und dann natürlich ab in den nächsten Wochen überall im Land in diesen Wahlkampf gehen. Vielleicht noch einen weiteren organisatorischen Hinweis. Und zwar habt ihr gesehen, dass wir heute natürlich wie immer Fotos gemacht haben, dass sowohl von diesem LPR wie auch später von der Wahlkampfaktion, also prognostiziere ich, dass das so laufen wird. Die findet ihr wie immer auf Flickr und könnt sie dann auch für eure Accounts oder fürs Fotoalbum benutzen, um euch immer wieder an diesen LPR zu erinnern. Und
Genau, ich freue mich auf die Zusendung von CW-Fotobüchern an die Landesgeschäftsstelle von euren schönsten Momenten. Und genau, und dass wir heute so viele nachdenkliche, kämpferische, aber auch schöne Momente miteinander hatten, dafür möchte ich an dieser Stelle schon mal Danke sagen an alle, die diesen LPR zusammen ermöglicht haben. Das seid natürlich ihr alle. Das ist und sind unsere Gastgeberinnen und Gastgeber, also Stadt- und Kreisverband. Das ist natürlich das Team hier vom Eurogress. Vielen Dank. Das ist das gesamte Team der Technik. Das ist auch das Team hinter unserer Kinderbetreuung. Und das ist natürlich am Ende vor allem auch das Team der fantastischen Landesgeschäftsstelle. Auch euch wie immer vielen, vielen Dank. Und zuletzt ist es natürlich unser fantastisches Präsidium. Vielen, vielen Dank euch für eure Arbeit und jetzt freue ich mich auf den besagten kämpferischen Sommertag mit euch und wie gesagt, um 16 Uhr geht's los. Bis gleich.